So, geht wieder. Geht wieder, geht wieder. Ob unser Devilchen nochmal auftaucht. Ich bin doch hier, Silberfuchs, ich bin noch da. Ich bin noch da. Ja. Bling, piep. Man hört dich, okay. Sieht man mich wieder? Ja, tut mir leid, Leute, wie gesagt, scheiß Kack 1 und 1, ich sag's euch, ey. Zwei, drei Regentropfen draußen und schon ist die Leitung tot. Ich krieg die Krise hier, ey, wirklich. Boah, Junge, 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 Junge. Hab die Zeit genutzt, sich mal eben auf YouTube zu abonnieren und ein paar Videos anzuhören. Danke, Karogal, danke dir. Ja, tut mir leid, das ist 1 und 1. Dafür bezahle ich gerne meine Rechnung. Junge, Junge, Junge. So, mal rasch YouTube da mal anknipsen, mal gucken, ob da noch jemand ist. Ah, Viola ist noch da. Hi, Viola. Ja, tut mir leid, Scheiß Drecksverein, ey, wirklich, kotzt mich an. Ja, nun ist alles wieder fein. Okay. Sie hören Schlotz Nummer 15. Ah, hier, das habt ihr gemeint. Das habt ihr gemeint, ne? Sollt ihr gucken. Was eine Scheiße. Wie gesagt, tut mir leid, ich wollte jetzt euch, ich wollte nicht einfach abhauen. Das ist, ne? Zwei, drei Regentropfen draußen, bumm, Netz weg. Also tut mir leid, dass ich gerade weg war. Lies mal die PN, die ich dir geschickt habe. Okay, Träumi. Moment. Ah, danke, Träumi. Ja, okay, dann lasse ich davon die Pfoten. Dann kann ich es leider nicht machen. Ist aber auch nicht schlimm. So, ich hoffe, Bob, Trico und die anderen sind auch noch mit dabei. Hast du die Rechnung nicht bezahlt? Doch, Gabi, ich zahle sogar zu viel Rechnung. Für den Schmonz hier. Ich wollte ja nicht weg. Mensch, ihr wisst ja genau, ich verpiss mich doch nicht einfach so, ohne euch zu verabschieden oder mich abzumoderieren. Wenn wir das als schlimm empfunden hätten oder uns gestört hätte, wären wir nicht mehr hier. Ja, das so wäre recht. Ja, na du lachst! Marien, wisst ihr, das ist, ja. Tut mir leid. Ich kann dafür nichts. Hab sogar Scherze drüber gemacht, dass die NSA dich abgeschaltet hat. Als wenn ich so wichtig wäre. Helmut Kendler und Balenciaga. Balenciaga. Meine Fresse, Balenciaga zum tausendsten Mal. Ist mir auch schon der Honigfarbe passiert. Okay. Jojo, Big Show. Jojo. Ich dachte mir, weil ich in einem. Hat Frau euch die Stecker gezogen? Vor eheliche Pflichten kannst du dich nicht drücken. meine ehelichen Pflichten, die habe ich heute erfüllt. wir warten auf unser Devilchen. Oh, danke, Silberfuchs. Ist wirklich lieb von euch. Ihr wisst, wie gesagt, ich würde mich niemals aus dem Staub machen, ohne euch vorher Tschüss zu sagen und abzumoderieren. Ist nicht meine Art. Macht man noch nicht. Aber hier im Ghetto, ne, Inet ist ein Hater. Tut mir leid. Wie gesagt, ich hoffe, Bob und Trico sind immer mit dabei und haben noch ein bisschen Lust. Wie gesagt, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Alles gut. Stimmt, er war einkaufen. Nicht bloß das. Superchat genau dazu aufgefordert wurde. Heute rede ich nochmal über die neuen Erkenntnisse über Helmut Kendler. Die Uni Hildesheim hat jetzt ihren Zwischenbericht zu dem Fall veröffentlicht. Ein paar weitere interessante Sachen über vor allem die Maßstäbe dieser Geschichte sind da nochmal herausgekommen. Und wo wir schon mal beim Thema sind, werde ich auch nochmal in den Grundzügen Balenciaga besprechen. Denn ich bin der Meinung, wir haben es hier zu tun mit einem gesamten Phänomen von Pädophilie in hohen Gesellschaftskreisen, bei reichen, mächtigen Politikern, Presseleuten, Staatsanwälten, Richtern und so weiter und so fort. Erstmal, wer war Helmut Kendler? Helmut Kendler war ein Psychologe, der quasi der Pops Musste los, Karogal? da war, der Kinderpsychologie von den 60er Jahren an bis in die 2000er, als er starb. Er ging ein und aus bei der Berliner Elite und er hatte ein paar interessante Auffassungen. Ich zitiere etwas von Wikipedia. Nach Kendlers Auffassung reicht es nicht aus, dass Eltern den Ah, sexuellen okay. Wünschen ihrer Kinder keine Hindernisse in den Weg legen, vielmehr so. Ich meine, die kann dich ja nicht aufhalten, weißt du, aber ist immer schön, wenn du da bist. Aber wenn du jetzt wirklich los musst, dann hau dich hin, mein Lieber. Ich renne ja nicht weg. Ich bin ja nur spätestens, allerspätestens Samstag wieder zurück. Mit dem Stream. Eventuell auch über die Feiertage mal so ein bisschen, um euch ein bisschen zu unterhalten. Aber dann, wie gesagt, nicht mit so einem Scheißdreck da, ne? Also eher ein bisschen mit Neutralit. Was ist denn hier los? Grüße gehen raus und ganz viel Liebe. Danke, Satan. Auch an dich und schön, dass du da bist. Willkommen, mein Lieber. Ich hoffe, geht dir gut. Dann gute Nacht. Schlaf schneller. Schlaf schneller. Die haben einen Bund hier. Sollten Sie Ihre Kinder an die Sexualität heranführen, weil Sie sonst riskieren, dass Sie, die Kinder, sexuell unterentwickelt bleiben, dass Sie zu sexuellen Krüppeln werden. Mensch, ich liebe euch, Mädels. Ohne Scheiß. Da fliegt raus wie in dem Kack-Internet. Und Gabi, Viola und so, die ihr von wegen so, ja, er ist gleich wieder da. Und dann so, ey, Devil ist live. Alle dupe bei dir, live ist weg und so. Danke. Danke, dass ihr euch wirklich Sorgen um mich macht. Dankeschön. Ich sag ja, mit euch kann man nicht schief gehen. Mit euch kann nix schief gehen. Okay.
Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich danke euch. Okay, hau dich auf dem Handy an und hör noch was zu, aber ich bin aus dem Chat raus. Habt noch eine schöne Nacht und vielleicht bis morgen. Fühlt euch alle gedrückt und die, was? Und die, die nicht wollen. Okay, Kauga, ich danke dir. Ich danke dir, mein Lieber. Schön, dass du da gewesen bist. Hi, Dexe, kein Sex schreiben, nö. Dachte, wir waren beim Balztanz, Schnuffelchen. Warum wird das auf dem Automat geflaggt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Marcella, hallo, meine Liebe. Auch dir nochmal ein herzliches Willkommen im Stream. Part 2 heute. Ich wurde gerade rausgeworfen von meinem Anbieter hier. Schön, dass du da bist. Wir lässt dann nur, wenn du mal kurz weg bist. Ja, also glaube ich auch. Das ist eine Art Verächtlichkeit gegenüber Kindern, die nicht von ihren Eltern von ihren Eltern herangeführt wurden an die Sexualität. Schlafjut? Mit. Eltern trügen Kentas Meinung nach ein hohes Maß an Verantwortung. Den Eltern muss klargemacht werden, dass ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Kindern und Eltern nicht erhalten bleiben kann, wenn den Kindern die Befriedigung so stark drängender und unaufschiebbarer Bedürfnisse wie der sexuellen verwehrt wird. Nun, das könnte man noch so hippiemäßig interpretieren als... Hippiemäßig. Er meinte, lasst sie einen Porno gucken oder irgendwas. Aber es wird um einiges düsterer als... Also ohne Scheiß, das war auch meine Aufklärung. No front, no bullshit, das war auch meine Aufklärung. Meine Alten haben mich nicht aufgeklärt. Mein Alter wollte das schlichtweg nicht. Und meine Mutter irgendwie ist daran auch so ein bisschen vorbeigelatscht, weil sie dachte, das wäre zu peinlich, wenn die Mutter dem Sohn nicht irgendwie beibiegt, wie das später läuft. Also meine Aufklärung waren tatsächlich auch Pornofilme. Ohne Scheiß. Das. Und es bleibt auch nicht bei... Und trotzdem habe ich drei Bänge zustande gekriegt. Ja, also ganz doof bin ich aber nicht. Hört mal, ich bin Skorpion, Mann. Worten. Frühe Koitus-Erfahrungen seien sinnvoll. Learning by doing war es bei mir. Koitus ist der Höhepunkt des Geschlechtsaktes. Denn Koitus-erfahrene Jugendliche, das wird sehr interessant, fordern eine eigenständige Welt der Teenager und lehnen die Normen der Erwachsenen häufiger ab. Ein bisschen ein Stretch, aber denken wir an Fridays for Future. War gerade so herrlich zweideutig, so ein bisschen ein Stretch, okay. Waffenfähigmachung der jüngeren Generation gegen die Ältere, ne? Gegen das Patriarchat und die christliche alte Ordnung und so weiter. Das passt schon auch in einer gewissen... Christen sind sowieso die Letzten. Tut mir leid, aber Form. Ja, geht so. Bis Freitag schlage ich mich noch mit den Besucherkatzen rum. Die mögen meine einfach nicht. Da ist immer Terror in der Bude. Fauch, fauch, kratz, kratz, miau, miau. Achso, okay. Ja, Devil, du bist aber keine perverse Lust, Sklaven, grell, bunte Tunte. Nee, bin ich wirklich nicht. Ich bin ein stinknormaler Heteromann aus dem Nirgendwo. Ja. Und das war's eigentlich auch schon. Ganz normal. Das, was ein Adorno... Und ich danke euch nochmal für die 5 Däumchen bei YouTube. Wir hatten ja gerade schon fast an der 20 gekratzt, aber... Ja. Danke 1 und 1. Etwa sich Vertrag kommt vom Vertragen am Arsch, ey. Kentler warnte die Eltern vor einer zu großen Problematisierung, auch nee, Marcella, ein bisschen mag noch. Ich hoffe, dir geht's gut. Am verkehrtesten wäre es jetzt, wenn du bist soweit ready für Weihnachten. In Panik geraten, was für eine kleine Ratte, ne? Also wie er das ausdrückt alles, mit welcher Verächtlichkeit. Oh, die geraten in Panik, die verlieren ihre Nerven, weil ihr Kind auch noch gegen den... Was? Kaffee in die Runde stelle, dankeschön. Ja, ergo bist du sexuell gestört und minderentwickelt. Also ich habe keine, also eine schriftliche, wie hoch meine IQ wirklich ist, aber ich halte mich schon für sehr schlau, auch wenn ich manchmal viel träume. Aber naja, alles super, schön. Hast du soweit alles parat, geschenkemäßig für deine Lieben und Nahrungsmittel? Denn ich habe nämlich heute eine Begegnung gemacht mit Einkaufswagen und ein Schäferhund hat mich auch fast überrollt, aber ich bin okay. Willen dieses Kindes gefuckt wurde von einem Erwachsenen, okay, in Panik geraten oder gleich zur Polizei laufen würden. Ja, großer Fehler, Anfängerfehler, zur Polizei gehen, wenn dein Kind missbraucht wurde von einem Erwachsenen. Werden solche Beziehungen von der Umwelt nicht... Ich bin auch schlau, du Goofy. Ja, bist du wirklich, Henk, und das weiß ich auch. Diskriminiert, interessant. Und danke, dass du wieder da bist. Auch, ne? Schon damals das einmal aus dem Gefängnis Freiticket, Diskriminierung ist das hier, dann sind umso eher positive Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung zu erwarten, je mehr sich der Ältere für den Jüngeren verantwortlich fühlt. Auch war der gute Mann tätig als Gerichtsgutachter, wo er herangezogen wurde als Sachverständiger in Missbrauchsfällen. Über die ersten 30 Fälle, die er bearbeitete, erklärte er 1997, ich bin sehr stolz drauf, dass bisher alle Fälle, in denen ich tätig geworden bin, mit Einstellung der Verfahren oder sogar Freisprüchen beendet worden sind. Tja, da ist man etwas für die Homeboys in die Bresche gesprungen, hat es den Anschein. Ich
Ich habe in der überwiegenden Mehrheit die Erfahrung gemacht, direktes Zitat von Kentler, dass sich päderastische Verhältnisse sehr positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung eines Jungen auswirken können. Vor allem... Was? Boah, nein! Das ist doch nicht sein... Boah, Junge. Der Päderast ein regelrechter Mentor des Jungen ist. Ihr habt es hier zuerst gehört, sucht euch einen schönen Päderasten und vertraut dem euer Kind an. Ja, im Leben nicht. Wie gesagt, wenn irgendwie so ein Freak auch nur in die Nähe meiner Jungs kommt, dann ist Abholen offen, dann kannst du wissen. Ja, ob Pädophile in Gänze oder eben auch ein Wolkental, wäre mir scheiße, ja, kurzer Prozess. Springerstiefel ins Maul und dann ist Ruhe. Ne? Klingt krass, weiß ich, aber habe ich ja gesagt, bei meinen Kindern hört es auf das Feierabend, das Schluss. Willkommen zurück, danke Trico. Ja, 1-1 ist ein Hater. Leitung mal weg. Ne, 2-3 Regentropfen draußen und Leitung tot. IM Zuckerpuppe ist voll und gesund entwickelt, also sexuell. Jetzt fangen wir bitte nicht wieder mit dieser Zuckertunte an. Zuckertucke. Ha, oh, like mein Kanal. Ha, oh, abonniert mich, folgt mir. Folgt mir auf Inzi Minzi. Junge, wo kommen diese Arschlöcher überhaupt her, ey? Ist ja schlimm. Sonst seid ihr verklemmt und verliert eure Nerven. Das waren aber alles bisher nur Worte. Gut, verklemmt. Ich bin vielleicht viel, aber nicht verklemmt. Kommen wir zu Taten. Der gute Mann hat zwischen den 1960ern und den frühen 2000ern eine unglaubliche Zahl von Kindern an Pädophile vermittelt. Und zwar in dem Wissen, dass diese Pädophil waren, noch mehr als das. Weil... Und wieso hat man diese Drecksau nicht aufgehangen? Am Galgen baumeln zum Vergnügen der Krähen? Oh, Junge! Diese Pädophil waren und war damit vollkommen offen. Er brachte 13- bis 15-jährige Jungen, die er als sekundärschwachsinnig einschätzte, bei ihm bekannt. Sekundärschwachsinnig. Übrigens vor allem die politische Elite von Berlin, ob aus der Presse, Richter. Politische Elite von Berlin. Hihihi. Das sagt doch aber der Kendler, dass der gesund ist und du gestört in deiner Sexualität. Ja, genau. Also, ich weiß zumindest, dass das sehr, sehr falsch ist. Und ein No-Go, wenn ich versuche, mein Ding in meine eigene Buh zu stecken. Just saying. Thema drum. Nur rein aus medizinischen Zwecken. Thema drum. In Berlin spielt sich viel ab. Ja, zu viel manchmal. Staatsanwälte, hohe Politiker und so weiter und so fort. Angeblich, um sie unter deren Obhut zu resozialisieren und zu reifen Erwachsenen heranwachsen zu lassen. Bei einer Fraktionsanhörung der FDP, natürlich der FDP, im Jahr 1981 berichtete er, diese Leute haben diese Über Kinsey gab es sogar einen Film mit Liam Neeson, der ihn gespielt hat. Sinnigen Jungen nur deswegen ausgehalten, weil sie eben in sie verliebt, verknallt und vernarrt waren. Das war seine große These. Verhaltensauffällige Kinder können nur geliebt werden von Pädophilen und deswegen gebt sie an Pädophile. Nun zu den neuen Erkenntnissen. Ja, das Einzige, was ich Pädophil nehme, ist ein Ding in die Schnauze. Das war dann aber auch gewesen, ey. Alter! War man davon ausgegangen, dass das Ganze sich quasi auf die Elite von Berlin beschränkte. Das Netzwerk umspannte aber quasi ganz Deutschland und war auch personell noch größer aufgestellt, als man dachte. Es geht dabei um diverse Kinder und Jugendliche. Ey, kickt euch da mal an, was für ein System wir leben, ey. Hammer, oder? Boah. Beste Deutschland, was wir jemals hatten. Ich sag's euch, Kinder, Junge. Jugendhilfeeinrichtungen, Hochschulen und auch die evangelische Kirche. Und all das kam nun auf den Tisch im Zwischenbericht der Universität Hildesheim zu dem Missbrauchskomplex von Kentler. Der Abschlussbericht wird erst im kommenden Jahr folgen. Falls ihr euch fragt, wie er das jahrzehntelang machen konnte, ganz offen, und niemand hat sich darüber mokiert, naja, das war halt eine Sache unter den Eliten da. Und, so interpretiere ich das, als er 2008 dann starb, hat man ihn einfach mal als prophylaktisches Bauernopfer zum Fraß vorgeworfen, damit danach keiner mehr dumme Fragen stellt. Es war einfach nur der Kentler, der ist das Problem. Auch kam heraus, dass er sich mit Hilfe des Jugendamtes Berlin auch selber eine Person zugeschustert hat. Auf jeden Fall minderjährig, alles andere ist nicht bekannt. Männlich, weiblich wollen sie nicht sagen, wegen Datenschutz. Ja, natürlich wegen Datenschutz, ja, am Arsch. Und auch diese Person wurde mehrfach missbraucht. Von ihm persönlich. Unter den jetzt neuen Beschuldigten stechen die Martin-Bonhoeffer-Häuser in Tübingen ein wenig hervor. Das ist eine dezentrale, organisierte Einrichtung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Und die werden zentral gesponsert von betterplace.org. Auf deren Seite fand ich dann auch diese Selbstvorstellung der Martin-Bonhoeffer-Häuser. Was daran interessant ist, naja, das Logo. Ne? Für sich genommen ist das gar nichts, aber wenn es schon in dieser Form mit Pädophilie verknüpft ist, naja, wir sehen uns... Alter, Junge. Da kannst du dir mal sehen, was hier los ist. Ich sag mal, sind wir denn wirklich in solch großer Form von Arschlöchern, Verrückten und Kaputten unterwandert? Und ich rede jetzt nicht von dem Bodensatz des Internets, also hier TikTok, oder hast du nicht gesehen? Junge, helft mir, also ich bin gerade echt ein bisschen ratlos. Das ist diese. Wer hat denn von euch gesagt, wegen Trust No One? Ja. Oh Mann.
Also das ist richtig, richtig harter Stoff. Leute, was macht ihr mit mir? Mann, ich komm da vor lauter Zorn nachher nicht in die Kissen, ey. Scheiße. Das Girl Lover Logo, also ein pädophilen Code, der ohne Mitwissen der Masse signalisieren soll, hier steht man auf kleine Mädchen. Ein Herz, das sich in sich selber einwickelt, wie gesagt, im Endeffekt das Langnese Logo, also für sich alleine bedeutet das nichts. Jedoch schon in diesen Kontext gestellt, es ist ein kleines hm. Der Hauptmittäter bleibt allerdings weiterhin das Landesjugendamt Berlin. Die haben alles durchgewunken, was er da gemacht hat. Und die anderen lokalen Klasse, dann ist es Staatsversagen und dann hört die Institution dicht gemacht. Und alle gleichzeitig gehangen. Ne, mit gehangen, mit gefangen. Zum Vergnügen der Krähen. Ich bin da. Es ist einfach nur unglaublich. Ja, ist es ja auch. Richtig, Mandy. Natürlich ist es unglaublich. Dass, da. Vor allem, dass sie auch damit durchkommen. Das ist so abwegig. Wisst ihr, ich denke mir, Alter, Junge. Früher, in einer etwas düsteren Zeit, hätte man die Schweine rausgezerrt und durch die Guillotine gejagt oder gehangen. Und das ist der Punkt, wo auch dann so die Drecksau mehr durchkommt, wo ich jetzt gerade sage, nee, jetzt ist Schluss, jetzt ist, nee. Ist auch meine, wie würde Mimon sagen, meine Sollbruchstelle erreicht. So blöd wie klingen mag, aber das, so ist es. Ne? Pfoten weg von den Jüngern. Ich sag mal, wenn irgendwelche Eltern die Erziehung ihrer Kinder vergurken, sodass sie eben, wie gesagt, zu diesen wandelnden Rahmennudelfrisuren werden, die da draußen von ey Walla, Respekt und so labern und sich aufs Maul hauen, dann ist es deren Bier. Aber im Grunde bin ich der Meinung von wegen Pfoten weg von den Kindern. Gerade, wie gesagt, im Wattezexel damit hat. Auf Klo brauchst du dir nur mal die Thumbnails und die Titel anschauen, da weißt du schon, worauf dich einlässt. Und das wird von uns allen bezahlt. Da Funk öffentlich-rechtliche, die wir alle mitfinanzieren. Ach du Scheiße. Naja, Träumi hat mich gerade gewarnt, kann ich wahrscheinlich nicht gucken mit euch. Also, wenn ich jetzt so groß wäre wie Henk, dann wahrscheinlich, dann könnte ich mir auch ein bisschen mehr erlauben. Da mein YouTube-Kanal sich aber noch weit weg von den 1000 befindet, ist das leider nicht möglich, Trikot. Da muss ich dich leider heute enttäuschen. Ansonsten, wie gesagt, gibt es ja wieder Strike und Stream, welche ballert. Ja, eben, man sieht den Kind in den Kindergarten, der in Berlin aufgemacht wurde. Was, dieser schwul und lesben Kindergarten, meinst du den? Über den hat übrigens Henk berichtet gehabt. Und das, was da gesagt wurde, da ich auch vollkommen mit, also totaler Bullshit, ey, totaler Schwachsinn, ey. Jugendämter in sonstigen deutschen Orten, die haben natürlich könnte ich auch noch weiter ausholen, aber einfach nur gefragt dann beim Landesjugendamt Berlin, ob das alles so seine Richtigkeit hätte, was der da sagt. Und die haben gesagt, yo, schick die Kinder dahin, wo er sie haben will. Ich komme zum Schluss mit Kentler. Zudem beklagen die Forscher der Uni Hildesheim, es gebe noch immer öffentlich bekannte Wissenschaftler und andere Personen, die in das Netzwerk eingebunden sind. Ja, dann stellt die Pisse an die Wand und pustet sie weg. Junge. Waren, die Kentlers Arbeit bagatellisierten oder sogar heroisierten. Also im Sinne von, für die ist er ein Held. Eine der befragten Personen schilderte diese frustrierende Erfahrung. Für sie, sagen die Forscher, stelle sich die Frage, wie der so weggesehen wurde, vor allem für fucking 50 Jahre, auch von studierten Menschen. Nicht auch, vor allem. Tja, und der Tagesspiegel weist am Ende nur nochmal darauf hin, dass er, bis er tot war, 2008 dann, immer noch als ein Popstar, immer noch als der Superpsychologe für Kinder galt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass er ausgerechnet dann vor den Bus geworfen wird, wo es ihm nicht mehr schadet. Damit machen wir einen kleinen Abstecher zu Balenciaga. Da werde ich den Part von Charlotte bei der Honigwabe vor, ich glaube, 2 Wochen komplett zermetzgern. Sie war so freundlich, mir nochmal ihr Material zu schicken und ich werde rudimentär nochmal das durchgehen in einem etwas knackigeren Format. Wenn ihr die ganze Geschichte von ihr hört... Ja, stimmt, auf YouTube ist schlecht. Musst spiegeln und Farbfilter drüber machen und schnell, so machen unsere Jungs das immer, obwohl wir alle dafür bezahlen. Davon ist nicht verwenden, kannst du nicht ausdenken. Ja, richtig, ist ja genau dasselbe, wie wenn ich halt meine Metal-Formate oder generell Musikformate abhalte. Ist genau derselbe Bullshit. GEMA, Urheberrecht, Blödsinn. Obwohl ich mir, wie gesagt, diese Quellen direkt von YouTube hole. Ne? Aquarius sagt das, Hallöchen, herzlich willkommen. Kann es sein, dass du auch auch und anderen einen Stream? Ja, Aquarius ist auch gerade drüben bei Twitch bei mir. Aquarius ist Mod. Der passt auf, dass ihr alle einigermaßen sauer bleibt, ne? Wollt, dann geht einfach auf die entsprechende Honigfarbenfolge, die werde ich in der Beschreibung verlinken, genauso wie auch ihren Kanal. Balenciaga ist ein Modelabel, das für sehr reiche Leute Sachen produziert, für die Stars und Sternchen und halt einfach, keine Ahnung, irgendwelche wohlstandsdegenerierten reichen Weiber. Hier sehen wir ein Kleid von der Stange von ihnen für 3.000, für 1.500, für 1.900 und so weiter und so fort. Und die haben eine tolle neue Werbekampagne. Hier sehen wir schon ein paar Bilder. Daher stammt auch die kleine Zeichnung, die ihr am Anfang gesehen habt, also das soll so ein... Ah ja, der Tag mitgekriegt, das habe ich mitbekommen. Ach du Scheiße, ja. Teddybär sein. Wir sehen verschiedenste kleine Kinder, abgebildet mit einem SM-Teddybären, also einem Teddybären in Sadomaso-Outfit. Da dachte ich, oh ey, aber, Junge, Leute,
Habt ihr kein Niveau mehr Kenianisch? Das ist doch Wahnsinn, ey. Also mit Pedro kam mir immer die Werbung von Haribo vor. Der erwachsene Gottschalk, der sich in Kinderzeit schleicht und sagt, Haribo macht Kinder froh, habe auch etwas Böses dabei gedacht. Ein bisschen? Ja. So ganz Unrecht hast du nicht. So ganz Unrecht hast du nicht. Nee, aber hier diese Kampagne habe ich auch gesehen. Das habe ich nur so am Rande mitbekommen, aber ich habe sie gesehen. Und ich dachte mir auf dem Weg, wie kann denn der Staat oder eben so generell so öffentlich-rechtliche so einen Scheiß durchwinken? Wie ist das? Ja, war schon ein bisschen creepy. Bin mal wieder simultan auf YouTube und Twitch unterwegs. Danke dafür. Machst eine gute Arbeit, Aquarius. Weiß ich ja. Wir sehen hier noch Panzertape, denselben Teddybären, eine Robe. In einem anderen Fall sehen wir... Oh, die armen Kinder, ey. Dildos, also Erwachsenenzeug. Es geht ganz klar in eine sexuelle Richtung. Das ist ein weiteres Werbebild, das von Ihnen publiziert wurde. Der Text da, wenn man da ranzoomt, kommt man darauf, dass es sich da um ein Grundsatzurteil zu einem Paragraphen handelt, der sexuellen Missbrauch von Kindern behandelt im amerikanischen Recht. Alles sehr komische Zufälle. Ich überspringe hier ein wenig etwas und komme zu dem wahrscheinlich gruseligsten Part. Wie gesagt, die Vollversion ist mit Timestamp in der Beschreibung verlinkt. Diese nette Dame hier, die aussieht wie, keine Ahnung, entweder sediert oder vollkommen zombifiziert, ist Lotta von... Sediert trifft's eher, ja. Das ist eine Stylistin und ein relativ hohes Tier bei Balenciaga. Und Charlotte hat einige interessante Instagram-Posts von ihr zusammengesucht. Zum einen sehen wir sie hier mit Hashtag VegasBaby auch einen Teddybär tragen. Zum anderen sehen wir Artworks von Teddybären mit Kindern in einer eigenartigen Szenerie. Also falls ihr das hier gerade wie einen Podcast behandelt und nur im Hintergrund hört, wir sehen hier irgendwie rosa Monster-Teddybären, die ein kleines Mädchen auffressen und mit komischen, tentakelartigen Zungen umschließen. Hier sehen... Junge, mein Mund wird immer kleiner. Spooky, hab was Hirn weggekokst. Ja, aber definitiv da. Gabi sagt, man kann gar nicht so schlecht denken, wie alles ist. Ja, da sagst du was. Da sagst du was. Wahre Worte, ey. Wenn du so weitergeht, haben Kinder keine ruhige und sichere Zukunft mehr. Haben sie ja so schon nicht. Haben sie ja so schon nicht mehr. Das fängt ja schon in den Grundschulen an, wenn dann irgendwelche anderen Jönchen mit Messer und Schlagringen rumlaufen. Und ich meine, zu unserer Zeit war es schon schlimm. Dazu kommt berufsmäßige Lage, dass jetzt durch Corona ja und Krieg und alles komplett kaputt geballert wurde. Als ich aus der Schule kam, gegen Ende sagte man uns, ihr bewerbt euch alle auf einen Job, den macht ihr euer Leben lang bis zur Rente und dann ist Feierabend. Und selbst wir haben es ja schon, schon schwer gehabt, was zu finden. Sei es nur die Ausbildung gewesen oder halt jobmäßig Anschluss zu kriegen. Was haben wir heute? Zeit und Arbeit. Und das wird noch schlimmer, warten wir ab. Und in dem Sinne, wenn ich meine drei Kids ansehe, dann sehe ich auch schwarz. Weil was ich tun kann, solange wie ich atme, solange wie Blut durch meine Adern fließt, da sein. Da sein. Ich werde Kinds meiner Kinder vor die Tür sitzen. Ich werde tun, was immer nötig ist, um meine Kinder zu schützen. Also halt, was mein Vater mit mir nicht gemacht hat. Tja, und dann sehen wir weiter. Also wir versuchen das Beste daraus zu machen, aber so ist die Zukunft der jetzigen Generation, wie auch kommenden Generationen, erstmal komplett verspielt. Sei es nur, wie gesagt, klimatisch bedingt, Gesundheit, Bildung, Berufswesen, alles. Komplett kaputt geballert, ins Scheißhaus gefahren und Ruhe ist. Und das ist eine Tatsache. Wollen viele nur nicht sehen. Denn bei vielen, wenn die anfangen, nämlich ihren Kopf einzuschalten, geht nämlich auch irgendwo eine Sirene los, wo dann von wegen so Alarm, Freidenker, wisst ihr ja. Das ist das Problem. Das ist das verdammte Scheißproblem, was wir haben. Und deswegen, wie gesagt, Kinder und ruhige Zukunft ist vorbei. Wir selber als Erwachsene, wie gesagt, wir können nur versuchen, unsere Kinder zu behüten und in eine gute Bahn zu lenken. Uns nicht zu totalen Vollarschlöchern zu erziehen, um wohl zu behüten. Das ist alles, was wir machen können. Was in unserer Macht steht. Versuche ich ja auch, jeden Tag. Aber das ist schon... harte Kost, ey. Harte Kost. Nehmen wir wieder einen Teddybären, genau gesagt zwei. Alter, Junge! Erst einmal ein Teddybär, der den Kopf zwischen den Beinen einer Holzfigur hat und dann da oben noch die Schemen eines weiteren Teddybären, der die... Devil, da hast du recht. Natürlich habe ich recht, aber das wird vielen nicht schmecken, meine Meinung. Da heißt es wieder vom Wegen wie so, ach komm, du laberst da Scheiße und so, du bist viel zu extrem mit deiner Meinung. Nö, bin ich nicht. Ich habe selber Kinder und eine Frau. Und ich weiß, wo es ankommt. Ich weiß, wie es ist, wenn du nichts hast, von ganz unten kommst, viel Elend und Leid gesehen hast und dir diesen ganzen Bums hier anguckst. Der hier falsch läuft in Good Old Germany. Und da brauchst du, wie gesagt, kein Frank-Walter Steinmeier hinstellen und sagen, das beste Deutschland, was wir jetzt hatten. Ja, was denn?
Massenarbeitslosigkeit, Pädophilie wird geduldet, Lieferketten unterbrochen, Corona hier, Corona da. Den Klabauterbach da als Gesundheitsminister, die Grünen mit am Hebel irgendwie so. Also noch schlimmer kannst du wirklich nicht kommen. Pest und Cholera, ich sag's euch. Das fängt schon im Kindergarten an. Nicht ist in der Schule. Julian ist eine Meerjungfrau. Ein Buch von der Bundeszentrale für politische Bildung für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Schlomo und Clownswelt. YouTube haben einige Videos dazu gemacht. Ach du Kacke da. Pass auf, jetzt haben wir noch gechippte Persos und bald chippen sie uns. Davon fantasieren sie ja dauernd und im Fernsehen zeigen sie dauernd, wie geil und vorteilhaft es ist, gechippt zu sein. Und dass man dann der Coolste ist. Naja, ich sag mal, zu verbergen habe ich nichts, bin ich ehrlich, aber es gibt doch schon Dullis, die rumrennen mit Chips, also mit Implantaten unter der Haut, also von wegen so Personaldaten, Krankenakten, also so hier irgendwie alles schon drinne, habe ich auch schon gesehen, würde ich gar nicht machen lassen. Und wenn sich nur irgendein Flachwegser, irgendein Drecksack wagen sollte, meinen Kindern zu nahe zu kommen mit irgendeiner Spritze oder irgendwie so ein Nanoteilchen bei Pflicht wird, dann würde ich sagen, ja, tut mir leid, dann hau ich ab, dann wandere ich aus. Dann leitet die Verpissung ein und dann, wisst ihr, wir Menschen, wir haben angefangen in der Steinzeit. Man kann doch mit wenig auskommen. Und ich bin doch der Meinung, dass die Leute, die sich abgekoppelt haben von dem System, die ausgestiegen sind, das sind die wahren Gewinner, weil die können sich A selber versorgen, die brauchen diesen ganzen Scheiß nicht mehr und die sind zufrieden, so wie es ist. In Schweden feiern sie die Chips schon und lassen sich reihenweise chippen. Oh Gott. Und dabei mochte ich immer Schweden aufgrund der Kultur und Musik. Ja, scheiße. Nö, aber das ist meine Meinung. Für manche ihn zu extrem. Manch anderer möchte mich dafür am liebsten, wie gesagt, steinigen, aber das ist meine Meinung. Finde ich bescheuert. Und ich habe eine Meinung, die darf ich auch haben. Und wenn man mich dafür in irgendein Lager schmeißen möchte oder an den Galgen hängen, ja bitte, meinetwegen. Dann habe ich aber zumindest meinen Standpunkt klar gemacht und meine Prinzipien vertreten. Aber ich werde tun, was immer nötig ist, um meine Kinder zu schützen und in eine richtige Bahn zu lenken. Und ich weiß, dass meine Kinder stets ihr Bestes geben. Also wie gesagt, meine Kinder kriegen Kinds auf den Sack, wenn sie mal mit einer 4 nach Hause kommen oder weiß der Geier was. Dadurch reiße ich denen nicht den Schädel ab. Wie gesagt, mein Ältester, der schreibt durchweg gute Noten, also nur 2 und 1. Noch. Aber ich freue mich trotzdem drüber. Mein Mittlerer bringt auch durchweg gute Leistungen, der macht auch, was er kann. Ja, und der Kleinste ist ein Kita-Kind, ne? Ich habe es ja schon gedacht, wie die angefangen haben zu impfen, dass der Chip da drinne ist. Haben viele gedacht, das aber... Nee. Gott sei Dank bin ich nicht geimpft. Ja, ich bin nicht geimpft! Ruft die Bullen, traut euch, kommt zu mir, ruft die Bullen. Junge, ich bin Selbstversorger und ich muss dir leider sagen, unser eins noch schlimmer mit so Zeug theorisiert. Naja, aber wenn ich so sehe von wegen Leute, die knüpfen Kontakte, ich bin deiner Meinung, sollen sie mich doch steinigen. Ja, ist so. Wenn es ihnen besser geht, das ist wie mit... Du hast mit irgendwem Probleme. Und du kannst nicht leiden. Und er sagt, der haut dir ein paar aufs Maul. Und zementiert dir eben ein paar auf die Sichte. So, hast ein Pfeilchen. Stehst du wie auf und dann denkst du, das wird meine Meinung ändern? Dass ich in irgendeiner Art und Weise vor die Angst kriege oder so? Du Lappen. Nee. Das ändert einen Scheiß. Denn wie gesagt, das wird meine Meinung, wie gesagt, von dem gegenüber nur noch mehr festigen. Und nicht verändern. So ist die, also ist eine komische Analogie, die ich da gerade anstrebe, aber so ist es. Ein T-Punkt hat mir auch versucht, schlechten Ruf zu verpassen. Nur alle Russen wussten, wenn die am Saufen und Grillen waren, dann stand auf meiner Garage zwei Kindertische mit Bratwurst und Wassermelone. Kinder sollen nicht zuschauen. Ja, genau. Und genauso halte ich es auch, wenn meine Kinder Besuch anschleppen. Wenn da irgendwie mal ein Freund kommt oder eine Kumpeline, ne, Maxi hat ja auch, wie gesagt, auch weibliche Freundinnen, ja, ne, kleiner Ladykiller, kleiner Schlipperstürmer. Dann schmeiße ich die Kinder auch nicht raus und ohne was. Klubberbanane, also wenn hier Besuch ist, wieder, dann versuche ich ihn irgendwie zu versorgen. Ein Pfeilchen verheilt und vergeht, die Meinung bleibt stabil. Richtig, Trikot. Aber das kapieren manche in ihrem kleinen Hirn nicht. Manche sind wirklich so, die denken von wegen, oh, jetzt hier Alpha-Tier und so, die haut ein paar aufs Maul. Junge, ändert meine Grundmeinung nicht. Ändert meine Haltung gar nicht. Ja, was ich kassiere, was ich abkriege, nö, das macht's doch schlimmer. Das provoziert nur, dass ich dich zum Teufel jage. Und zwar in schlimmster Art und Weise. Ah, okay, daher kenne ich deinen Namen. Sei herzlich gegrüßt. Geht. Da bin ich, das hat mal gesagt, ihr habt. Henk sagte, wenn dir jemand in irgendeiner Art und Weise oder deinen Liebsten Schaden zufügt, dann zahlt auch doppelt und dreifach zurück. Und diese Meinung vertrete ich auch. Gerade in der heutigen Welt. Das ist traurig, dass in der heutigen Zeit ja keine andere Sprache mehr verstanden wird, außer Gewalt. Dass wir an diesem Punkt gekommen sind. Klar, Gewalt und Kriege gab es schon immer.
in der Welt. Dispute, Uneinigkeit, Egoismus, hast du nicht gesehen? Corona hat es gezeigt. Mit Corona sind die Masken gefallen. Bleib ich dabei. Ne? Die arme Oma, die sich nicht mehr eine scheiß Dose Ravioli kaufen kann, weil sich da wie gesagt zigtausend Vollidioten drauf stürzen und preppen müssen. Oh, die Welt geht unter, die Welt geht unter. Ja, meine Fresse, was wollt ihr denn machen? In der Hypothese, wenn hier der Russe einmarschiert, wollt ihr die Panzer mit Ravioli-Dosen, mit Klopapier, mit Mostrich beschmeißen? Dich ebenfalls, bin auch oft bei Henk unterwegs und wenn die Zeit ist, tut es bei Onkel. Ja, richtig, Onkel und Henk, Beste. Lass ich mal drüber kommen. Und wenn mich dafür jemand haten will, muss irgendwie so, ja, meinetwegen. Mir scheißegal. Ich gucke, wem ich möchte, ich werde supporten, wem ich supporten möchte und der Rest ist mir dann vollkommen Wumpe. Und die Leute, die mich finden und sagen, du bist ein korrekter Typ, du bist mit BMW auf dem Teppich geblieben und wir mögen dich, wir bleiben bei dir. Das ist mega für mich. Bin ich unendlich dankbar. Das, was Bob vorhin sagte, oder warst du der Trikot? Von wegen, danke, Henk, für den Verweis hierhin. Korrekter Typ, korrekter Dude. Geht runter wie Öl und das weiß ich auch sehr zu würdigen. Ich weiß das zu würdigen. Nee, aber so ist eben, das war ich, okay. Danke. So ist meine Ansicht darüber. Und ich finde es schlimm, dass wir an diesem Punkt gekommen sind, wo Gewalt mehr zelebriert und toleriert wird als, sag mal, ein gesunder Dialog mit Selbstreflexion am Ende. Gibt's nicht mehr. Heute heißt es, ja, ein paar aufs Maul, wir lieben dich. Oh, danke schön, danke Mandy. Ich euch doch auch. Wisst ihr doch. Wie gesagt, no homo oder irgendwas, aber na, von wegen, es ist ein Unterschied, ob du deine Community halt liebst oder ausbeutest. Wie gesagt, ich liebe meine Community, so wie sie ist. Klar, der eine hat halt schwarzen Humor, der andere immer auch eine große Klappe und so. Aber das ist okay, kann ich verschmerzen. Ja, und Kritik, wie gesagt, ist halt auch. Versuche ich halt um umzugehen, mit klarzukommen, zu reflektieren und dann das Beste daraus zu machen. Viola gibt auch Herzchen. Für Devil! Danke, Leute. Gut zu wissen. Ja, aber um das mal nochmal kurz zum Schluss zu bringen, so ist es eben. Und das ist traurig, in was für einer Welt wir leben. Pädophilie und der ganze Scheiß, Egoismus, Gewalt. Und habt ihr geglaubt oder nicht? Auch mein Mittlerer hat Probleme in der Schule. Wird von so Schichten malträtiert. Unter anderem von Fachkräften. Kinder der Fachkräfte. Kann ich ja sagen. Und trotzdem versuchen wir Maxi halt immer zu sagen, von wegen, du, versuche davon Abstand zu nehmen und zu sagen, dass du das nicht willst. Oder such Hilfe. Wehre dich wirklich nur dann, wenn es nicht mehr anders geht. Also ich versuche meinen Sohn nicht zu einer Weichheit zu erziehen, aber eben halt auch irgendwo anti-gewaltmäßig, dass ich sage von wegen, nee, also nicht mit wütender Faust voranstürmen und dem ein paar Dinger vor der Fresse hauen, nee, das sage ich nicht. Aber er soll auch nicht der Prügelknabe sein. Ich finde es eher schlimm, dass das immer noch so ein Thema ist. Bei uns war ja Gewalt an Schulen schon so ein Ding. Und glaub mir, ich weiß, was das heißt, Mob zu werden. Wenn du der Außenseiter bist, weil du so Sachen magst wie Marvel, Power Rangers, dich für Sachen interessierst, die in Augen anderer Kinder uncool waren. Deswegen finde ich auch das, was ein Rainer Winkler so vom Stapel lässt, auch total daneben, weil ich glaube wirklich, das Mobbing hat er auch nie gesehen. Das Schlimme ist, dass sie den Menschen vorgaukeln, dass ihre Rechten die gefährlichsten sind. Aber wenn man schaut, wer hier den Boden von Diskurs, Demokratie und Verfassung dauernd verlässt, sind es immer diese hardcore links-grünen Gestalten, die auf Gewalt, Hass und Spaltung setzen. Jo. Teva Türke. Er wurde sauer, weil ich mit Russen klarkam und ich mich um Kinder kümmere. Ich liebe den Spaß mit den Rotznasen. Das zeugt von deiner Kinderliebe und Nächstenliebe. Dass du ein Geber bist. Ich meine, das zeigst du mir selber auch. Du sagst, du hast nicht viel, aber du unterstützt mich gerne, eben weil ich halt ein korrekter Knallkopf bin. Und da weiß ich auch sehr zu schätzen. S-Dog ist auch Russe. Mein bester Freund. Er ist ein Russe. Natürlich komme ich mit gewissen Ansichten, die er so halt ins Netz pimmelt oder miese um die Ohren schlägt, auch nicht immer klar. Bin ich ehrlich. Muss auch abkönnen. Im Gegenzug, wie gesagt, muss er sich ja von mir halt auch so ein paar Sachen anhören. Aber er ist mein bester Freund. Und ist Russe. Und ich lasse über ihn nicht kommen. That's why. Wenn irgendwer um die Ecke kommt, dann meinte ich so, oh, der Freund ist Russe. Und das kam verdammt oft vor, dass ich dafür so ein bisschen an den Pranger gestellt wurde, sag von wegen, Junge, seht nicht. Ja, das gefällt dir. Komm, verpiss dich, Mann. Wir nennen sie immer Gewürzmenschen. Weil die Rot doch mal gesagt hat, dass sie es so toll findet, wenn alles so schön nach ausländischen Gewürzen riecht, ist noch unverfänglicher. Ja, aber komm, meine Güte. Ich sehe doch hier im Ghetto Tag für Tag die kleinen
Teppichmesserträger. Wie gesagt, fängt ja schon an, 9 bis 10 Jahre alt, und dann steigen 3 Haare am Sack hier im Messer, ey, Bruder, Mann, Alter, hat mal ein bisschen Ehre, hat mal Respekt. Die Rotzhüren. Und dieses Verhalten, das färbt auch halt auch auf unsere Gehirn ab, teilweise. Manche rennen ja damit, was ich da so sehe und angucken muss im Alltag, ey Junge, da legt ihr euch nieder, glaubt mir. Dessen sag ich ja, wenn du unten im Dreck lebst, dann siehst du viel anders. Deswegen versuche ich euch auch, glaube ich, halt auch so ein bisschen mit an die Hand zu nehmen und zu zeigen, von wegen, pass auf, ich bin weit weg von Perfektion. Ich bin einfach nur ein Spacko, der ja, ein bisschen Bock hat, hier, wie gesagt, mit euch zu streamen, hier rumzuhängen, eine gute Zeit zu haben, eine gute Zeit zu haben, sich auszutauschen, und der Rest ist mir eigentlich vollkommen egal. Bin ich ehrlich. Wem ich helfen kann, kann ich helfen. Aber ich finde es doch, wie gesagt, komisch, dass, wenn Banane sagt, von wegen, ja, wie gesagt, ein Türke geilt sich auch, von wegen, weil Banane mit dem Russen klarkommt und andere Kinder mit versorgt. Das ist dann wieder so ein Ding. Wie gesagt, nur mal so zur Info, wie gesagt, andere Kinder leiden Hunger, die haben ja nichts. So wie wir damals, wir hatten ja auch nicht sterbt. Wer hat mich denn jahrelang, über Dekaden hinweg immer mitgezogen und durchgezogen, weil ich keine Kohle hatte? Vielleicht ist er ja noch im Chat. S-Dog. Wer noch da ist. Denn er hat nämlich auch die Zustände gesehen bei mir, und er wusste ja offen wegen mir so, naja, warte, er hat ein armes Schwein, kriegt keine Kohle, hast du nicht gesehen. Aber er hatte. Und er, Russe, ich sag's nochmal, hat mich mit durchgezogen. Ja, ob wir saufen waren oder auf Partys oder hast du nicht gesehen, er war der Grund, dass ich am Leben überhaupt teilhaben durfte. Irgendwo. Meine beste Freundin und ich sind auch nicht immer einer Meinung. Trotzdem sind wir 40 Jahre befreundet. Lange Zeit. Also ich kenne S-Dog jetzt seit 1997. Gesamtschule damals noch. Ne, 7. Klasse, ich bin rübergekommen, ich hab mir getroffen. Ich hatte einen heiden Schiss für ihn, weil, oh, ein Bulle von Kerl und Schrank, weißt du, und hab dann einen Bekannten gefragt, der schon in der Schule war, von wegen, ey, wer ist denn der Typ da? Und der meinte von wegen, was jetzt, wie, was, Sergej? Ja, der ist hier sowas wie der Boss auf dem Schulhof. Ja, und irgendwie ist man so zusammengeknallt. Also von wegen, man hat miteinander geredet, miteinander interagiert, und das hat geklappt. Wie gesagt, 2 Eierköpfe, selbe Leidenschaften. Zocken, Dragon Ball damals, wir sind um die Häuser gezogen, wir haben auch Scheiße gebaut. Und ich sage immer wieder, auch wir waren Arschlöcher. Sei klipp und klar, ihr habt nichts dran zu drehen. Auch wir waren Arschlöcher. Aber mit Respekt. Und wir haben diese Scheiße nicht aufgenommen und ins Netz geblasen. Ne, wie Zuckerducke und wie sie alle heißen hier. 96 bin ich mit meinem Mann zusammengekommen. Ja, siehst du, und 97 habe ich meinen besten Freund kennengelernt. Und der ist auch da, bis heute. Klar, wir haben momentan nicht mehr so viel am Hut. Der liegt aber daran, weil ihr habt es mitgekriegt. Er mit seiner Pumpe, er hat einen Sohn, er hat auch Verantwortung. Da bin ich ihm auch gar nicht böse. In Kontakt sind wir ja trotzdem. Aber nur nochmal für euch so, nochmal kurz einen Schlag aus meiner Jugend. Diese Figur besteigt. Hier sehen wir einen Hasen zusammen mit einem kleinen Kind, der hat... Boah. Mit dir mal schlimmer Trikot, was machst du mit mir? Das sieht aus wie irgendwas aus einem Horrorfilm, und das Kind scheint über die Situation nicht sonderlich begeistert. Hier sehen wir ein Bild davon, wie Hasen irgendwas auffressen. Es wirkt halt alles wie Code. Ne? Es wirkt so, als wenn Bären und Hasen in der Welt von diesen Leuten noch etwas anderes bedeuten könnten als für unser eins. Hier wird es langsam ein wenig expliziter. Hier sehen wir kein Gemälde, sondern ein Foto von einem Mädchen, das an einem Stuhl gefesselt ist. Mit ey, Junge, ey, was bietet ihr denn den armen Kindern an, dass sie sich für so einen Scheiß herablassen? Eine Switch? Ein Smartphone? Ich meine, gut, okay, Kinder sind einfach zu catchen. Machen wir uns echt vor. Aber das ist ja mal wirklich vollkommen daneben. Paketband. Hier sehen wir einen Jungen, der ausgepeitscht wurde oder so, auf jeden Fall einen blutigen, dicken Striemen auf dem Rücken hat. Hier sehen wir ein Zimmer voller Blut, als wäre dort jemand gefoltert worden. Und das ist kurz, diese Scheiße bläst man... Hier, was ist das? TikTok? Sowas ist auf Instagram und wird nicht gelöscht. Ey... Junge, dann meldet diese Vollidioten. Also, ihr wisst, ich bin ja niemand, der eine eigene Agenda fährt und seine Community in irgendwelche Minderheiten oder was auch immer aufstachelt. Aber diese Idioten, ey, dann ballert die weg, wenn ihr könnt. Ich wurde ja nur leider gehackt auf Insta. Ich kann ja, wie gesagt, relativ wenig ausrichten.
Ich habe die Knöchel von den Hüften gebrochen bekommen, weil ich ein Freund von Russen war. Aber den habe ich 600 € Mietschulden bezahlt, nie einen Cent zurückbekommen. Ja, das ist wieder so von wegen so vorne rum Freund und hinten dann, wie gesagt, ne, ja, Messer in Kreuz. Ich habe keine Vorurteile gegen irgendwelche Schichten, Ausländer, hast du nie gesehen, weil du eben ja auch nicht alle unter einen Kamm scheren kannst. Kannst du nicht, geht nicht. Du hast auch, wie gesagt, Dunkelhäutige, die wirklich cool drauf sind, die sich integrieren, die Bock haben, die wollen, die mitarbeiten und die auch wirklich ein Freund sein können. Türken genauso. Chinesen auch, spielt keine Rolle, scheißegal. Aber schwarze Schafe hast du überall. Auch bei Deutschen. Wir sind keine Ausnahme. Du hast doch bei uns Deutschen, hast du hier noch Bekloppte mit dabei. Muss ich dir jetzt ehrlich so sagen. Aber ist scheiße, Banane, hast du recht. Ist Kacke. Aber das muss man melden. Wo sind die Eltern dieser Kinder? Ja, ich denke mal von wegen. Vielleicht dabei? Man weiß es nicht. Wenn die Bezahlung stimmt, käuflich sind wir alle irgendwo. Jeder hat seinen Preis. Denke ich mir. Also zumindest ich hier so von wegen. Denke mal so von wegen, ich bin so ein Hardliner. Ich denke, ich bin nicht käuflich. Hast du gelesen, Devil? Was denn? Was habe ich gelesen? Dein Spruch? Mit den Linksgrünen? Den habe ich gelesen, ja. Oder so. Hier sehen wir Kinder, die nackt durch den Wald rennen, vor irgendetwas weg, mit angsterfülltem Blick. Hier sehen wir die Schemen von einem Kind, das festgekettet ist an der Wand. Und Das gibt's doch ja nicht. Mit Russen komme ich echt besser klar. Die sind doof wie wir. Nee, oben, den großen Text. Na ja, klar, von dir. Ja, habe ich gelesen. Und da wurde dazu gesagt, das war ja mein langer, ne? Laune im Keller, was Privates. Frag vielleicht morgen mal im Discord nach eurer Meinung. Geh und erstmal schlafen. Viel Spaß euch noch. Okay, Träumi. Nimm dir Zeit. Meld dich morgen, meinetwegen auch via PN, wenn du Bock hast, ne? Wir sind ja da. Kein Problem. Wegen der Verleumdung. Hab ich was überlesen? Nö, ich hab alles gelesen. Alles soweit, ne? Also Träumi, auch dir nochmal danke, dass du da, dabei gewesen bist, ne? Meine Kleine. Versuchen wir zur Ruhe zu kommen und dann reden wir uns dann nachher, ne? Kein Problem. Nee, bei aller Liebe nicht. Ich wäre definitiv nicht käuflich bei sowas. Naja, ne? Von wegen, wenn ich eine Mille hätte oder eine sehr große Reichweite, ich denke nicht, dass es mir so wichtig wäre, so ein Mega-Sellout zu werden. Dafür habe ich viel zu viel Spaß mit euch. Weißt du, irgendwo geht auch die Nähe zur Community irgendwann halt flöten. Über Trikot, sowas ist auf Instagram und wird nicht gelöscht. Ja, habe ich gelesen. Ach da! Schon zigfach hier macht, passiert nichts. Ja. Weil es dann wieder staatlich gedeckt wird, natürlich. Was ne, wat, wat, wat ne Riesensauerei ist. Ja, aber wie gesagt, stehst du dagegen? Trotzdem, in Selbstjustizzügen auf, bist du gleich der Arsch, bist du gleich der Böse. Dann bist du gleich auf der Abschlussliste. Dann kommt die grüne Männer gleich. Wenn du für sowas rechtschaffen einstehst und denkst, vor, jetzt heißt der Reifen wegen so, ja, mitkommen, Jolden 8, hast du nie gesehen. Aber wenn ich irgendwo ein Kaugummi klaue, was ich gar nicht tue, oder ohne Licht am Fahrrad fahren, ne? Auch wenn ich Kids habe momentan, habe ich ohne Scheiße, ich kann mir nicht mal ein scheiß Fahrrad kaufen momentan. Dann, nicht mein gebrauchtes Fahrrad, das drinne gerade. Ne? Dann kommen sie. Ja, immer fahren ohne Licht am Fahrrad, ja, gleich von wegen der Anzeige ist raus, 25 Piepen, Strafe wegen fahren ohne Licht. Nein, 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 Geld ist mir vollkommen unwichtig. Geld ist nicht alles. Geld beruhigt nur. Das ist alles. Ich sage immer von wegen so, ja, okay, gut, Geld stinkt nicht, aber es beruhigt. Aber es gibt doch welche, wie gesagt, die dadurch eben auch mega korrumpiert werden. Siehe Zuckerpuppe, ne, von wegen Erfolg, Geld, Schmutz und so. Das Schlimme ist, die Alte wusste ganz genau, dass sie da kein Gerichtsurteil braucht, um ein Leben zu zerstören. Wir sind für dich da im Discord. Richtig, Aquarius. So sieht's aus. Armen Bruder. Ah, Mann, ich muss diese Bruder-Elaber abstellen. Das ist ja schrecklich. Tut mir leid, Leute. Ich werde jetzt extra den Namen nicht sagen, weil ich weiß, dass ein paar von euch da schreiend im Kreis laufen, weil das halt wirklich vollkommen unmöglich gemacht wurde, irgendetwas in der Richtung zu besprechen. Aber es hat dieselben Earmarks wie die Geschichte, die damals gefunden wurde bei Tony Podesta, dem Bruder von John Podesta, dem Wahlkampfhelfer von Hillary Clinton. Das waren in dem Scheiße. Fall diese bezaubernden Bilder hier. Hier haben wir in der Mitte auch einen Jungen in ähnlicher Weise an der Wand gefesselt. Fast so, als wäre in gewissen elitären Zirkeln so etwas.
Oh, ich heule gleich. Ohne Scheiß. Das ist gerade. Ganz neu, wie war's, weiß ich ganz genau. Etwas Teil derer Kultur. Was man in dem James Olifantis, John Podesta, Tony Podesta Ding gemacht hat, war im Endeffekt das Ganze so zu verzerren oder sich die allerextremste Position rauszunehmen, aller die fressen die auf und trinken ihr Blut und kriegen dadurch irgendwie Superkräfte mit Adrenochrom oder so. Das ist natürlich nicht so, aber ein wenig komisch finde ich das schon. Also wenn ihr bei einem Kumpel zu Besuch seid und die Scheiße hängt an seiner Wand, hättet ihr nicht ein paar Fragen, wenn der Bruder... Ein paar Fragen... Ich würde die Scheiße aus ihm rausprügeln. Klingt sehr Drachenlaut, ich weiß aber, Mann, nee, oh Gott. Des Wahlkampfhelfers der demokratischen Kandidatin solche Bilder hat, haben wir dann vielleicht irgendwelche Fragen? Wie bereitwillig man dann Ausflüchte da akzeptiert, ne? Bei Epstein genau dieselbe Geschichte. Nee, wir haben nur Spaß gemacht. Und wer alles von uns... Ja, natürlich, ihr habt nur Spaß gemacht, ne? Wir keine Sau gewesen sein. Ey, Junge, mir kommt die Kotze hoch, ja. Keine Ahnung. Nö, ich war nur 10-mal auf der Insel, während ich Präsident war. Hier eine kleine Compilation von den mächtigsten Leuten in unserer Gesellschaft, wie sie erwischt werden beim Kinderfilm. Oh, Boston! Oh, Boston! Naja, jetzt habe ich einen kleinen Bogen aufgemacht. Ich war noch nicht ganz fertig mit Balenciaga. Hier sehen wir Leute in Plastiktüten eingehüllt. Hier sehen wir, wie das auch der Fall war bei der Geschichte, deren Namen ich nicht sagen will. Das Ganze vermengt mit satanistischer Symbolik. Was dahinter steckt, keine Ahnung, aber es häuft sich. Ne? Es häuft sich bei genau diesen Fällen mit genau dieser komischen Kunst und genau derselben Kinderfickerei. Ich will hier kein abschließendes Fazit machen. Ich sage nur, all diese Sachen sind sehr komisch. Muss ich hier da selber Gedanken drüber machen, was das heißt, aber es ist interessant und deswegen wollte ich es Snappier nochmal hier bringen. Wie gesagt, wenn ihr es in wesentlich ausführlicher und eloquenter erzählt haben wollt, dann guckt die Honigwabe mit Charlotte an. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst euch nicht davon abbringen, eure Kinder irgendeinem Päderasten zur Verfügung zu stellen. Komma, solange keine Gewalt im Spiel ist, ne? Gesprochen mit Renate Künast. Und haut rein, bis nächstes Mal. Macht's gut. Oh Gott. Ah, guck mal da. Onkel DAP. Ohne Scheiße, ich muss mir gerade echt ein paar Tränen verkneifen. Ist nicht das erste Mal, dass ich in einem Stream heule, aber das... Alter. Ich meine, man vergleicht ja auch viel. Und irgendwie hatte ich gerade mir einen Moment lang vorgestellt, was wäre, wenn die Abbildung von meinen Kindern so... Was für eine kranke Welt müssen wir leben? Manchmal kann man nur einfach nur schreien, ja. Ich bin schockiert und mir fehlen echt die Worte. Ist zu spät, Rini. Das ist genau, was Falke gesagt hat. Ja, von wegen, mit wenigen Ausnahmen. Und ich spreche jetzt hier ganz klar für meine Community und für meine Familie und Freunde. Ihr seid wirklich die Ausnahme. Kannst du den Großteil der Menschen einfach nur in eine Tonne hauen, ey. Das nimmt mir... Oh Gott, das ist krass. Mir sagen heute noch meine Kinder von der Jugendfeuerwehr, die heute über 20 sind, dass damals extrem traurig waren, als ich aufgehört habe. Und wie schockiert sie im Nachhinein waren, als sie von anderen gehört haben, was da ablief.
Diese Dame ist ja, nachdem sie die Feuerwehr platt gemacht hatte, zur nächsten Feuerwehr gewechselt. Inzwischen hat 6 Feuerwehren durch, wo sie sich so Ämter erpresst hat. Oh Gott, das wäre ne. Ja, danke, Gabi. Das ist gerade schon ein bisschen viel. Das darfst du dir nicht vorstellen. Sonst dreht man durch, es ist nur krank, was hier abgeht. Naja. Ich hab euch gesagt, das ist mir kacke. Ja, ob mich dann jemand für eine Schwuchtel hält oder so, weil ich, wie gesagt, in einem Stream Tränen vergieße. Das ist nicht das erste Mal. Das erste Mal habe ich geheult bei meinem ersten Donate. Das zweite Mal war von einem furchtbar lieben Satz von Sir Lancelot. Als er meinte von wegen, naja, denk nicht an das, was gewesen ist. Du bist ein guter Vater. Und ich bin mir sicher, dass wenn deine Mutter dich da von da oben sieht, dann wird sie stolz auf dich sein, was du bisher erreicht hast. Und das Beste daraus gemacht hast, was du konntest. Und solche Sachen nehme ich doch sehr mit. Mann, ich bin Vater, ich bin doch kein komplettes Arschloch, ich bin doch keine Maschine oder sowas. Danke, Viola. Nee, ich denke auch, also einmal rechts. Voll und ganz. Wir wissen, was wir davon zu halten haben, wir wissen, dass wir halt, wie gesagt, die Augen und Ohren offen halten müssen. Aber das untermauert eben, wie gesagt, mein Grunddenken. Im Alltag mauere ich. Und bin sehr, sehr vorsichtig mit neuen Menschen und ja, mein Motto-Spruch ist von wegen so Trust no one. Ne, von wegen vertraue nie jemandem weiter als von hier bis zum nächsten Mülleimer oder bis zum Scheißhaus. Bin ich ehrlich. Guck dir dein Gegenüber gut an. Und das ist für dich lieb gedrückt, mein Lieber. Danke, Marcella. Das ist wirklich scheiße, ey. Denk über den Scheiß nicht nach. Versuch das Beste zu machen. Ey, Alter, mach kein Trikot, mach doch Bierdeckel mit deinem Face drauf. Ist billig und jeder kann aussuchen, wie fest man den Krug aufschlägt. Keine Angst, die Deckel werden behütet. Der will, denk immer daran, du kannst nichts falsch machen, wenn du deinem Herz folgst und tust, was du für gut und richtig hältst. Denn dann ist es das auch. Naja, ich versuche Silberfuchs, ne? Aber manche sehen meinen Weg halt auch als zwar quer. Als Scheiß an. Ist ja auch nicht schlimm. Nicht jeder wird alles gut finden, was du machst. Aber wenn ich, wie gesagt, ein paar Tränen vergieße für das hier. Eben weil ich eine verdammt starke, sehr, sehr starke bildliche Vorstellungskraft habe. Ich meine, ich bin Musiker, meine Fresse. Ich kann Musik fühlen, ich kann, Musik komponieren nach den Melodien, die mir halt mein Kopf so vorschießt. Ich kann nicht mal Noten lesen. Ich komponiere alles nach Melodien in meinem Kopf oder Inspirationen, die ich so kriege. Und genauso ist es auch mit so Bildern, bildliche Vorstellungen. Das ist der, was ich in den letzten Streams meinte. Ich bin in solchen Sachen doch meist auch zu lieb und zu mitfühlend, zu emotional. Und wenn mir das einer halt, wie gesagt, auf Brot schmieren möchte, meinetwegen, dann verurteilt mich doch. Mir ja, scheiße, ja. Früher habe ich über sowas nicht nachgedacht. Weißt du, wenn du irgendwo in der 20er bist und alleine und ungebunden, hast du im Kopf kein Holz oder doch hast du im Kopf Holz, dann ist dir alles scheißegal, da macht alle keinen Sinn. Wenn du keine Kinder hast und keine Probleme, dann denkst du über solche Sachen nicht nach. Wenn du Vater wirst, Verantwortung übernehmen musst, dann sind die Dinge ganz schnell anders. Sorry, das wollte ich nicht. Ich war einfach nur fassungslos, als ich das gesehen habe. Und je mehr das sehen, auch wenn es einfach nur abartig ist, ist es wichtig, die Welt ist komplett am Arsch. Ja, David, du bist so, wie du bist und das ist gut so. Das höre ich ziemlich oft von euch und dafür bin ich euch auch wirklich sehr dankbar. Aber ich kenne tatsächlich auch andere, die sagen von mir irgendwie so, Homo! Ohne Scheiß. Und Trico, du musst dich dafür nicht entschuldigen, das ist, ich meine, ich lerne ja euch immer dazu, ne? Ich meine, ihr seid nicht nur, ihr seid für mich nicht einfach nur Zuschauer oder wie für Rainer Winkler und Kirschli irgendwelche stupiden Zahlschweinchen, die mich mit Geld beschmeißen sollen. Ich rede ja mit euch mit und ich bin ja dankbar, wenn ihr mir so Sachen zeigt. Aber ihr habt auch Sachen, die nehme ich mit und da fühle ich auch mit. Und wenn ich dann eben das Heulen kriege, ja meine Fresse, ja, das ist es so. Bist ein Mensch mit Herz und das finde ich sehr gut. Mach weiter so. Danke, Gabi. Das war schon, und deswegen sind wir auch da, Devil, weil du Herz hast.
Ja, ich spinne oft rum. Ich habe auch so mein Humor und auch so meine Momente. Aber wenn ich sowas sehe, dann ist halt, dann ist Schluss. Zeig machen. Ich meine, hier zum Kinder, hier zum kleine Kinder und deren Unversehrtheit, die hier ganz konsequent mit Füßen getreten wird. Der Staat guckt weg. Und wenn ich mir so Figuren ankicke von der Grünen oder eben auch Scholz an sich und Co. und wieso, dann hab ich all die sehen. Alle nur perverse Lobbyisten, Kapitalisten, die auf unseren Nacken leben. Und das soll jetzt kein Aufruf sein, aber wie gesagt, wenn wir dieses ganze Pack hier weitsam absetzen würden, dann wird hier mal wieder ein anderer Wind wehen. Ich sag euch, wir brauchen wieder richtige Staatsmänner an der Macht, wie damals, ne, ein Brandt oder eben auch ein, ne, Schmidt, Schmitti, Helmut Schmidt, Landsmänner, die ihr Volk geliebt haben. Und nein, ich komme jetzt nicht mit irgendwelchem Nazi-Gedankengut, weil davon distanziert mich ganz klar. Das nicht, aber ich rede eben von so Leuten wie Helmut Schmidt, die für das Volk gearbeitet haben und nicht gegen das Volk. So heftig das auch war, ist es einfach wichtig, dass auf sowas aufmerksam gemacht wird. Ja, richtig, Aquarius. Richtig. Und wenn ich dabei, wie gesagt, so einen kleinen emotionalen Ausbruch kriege, dann ist das meine Sache. Ich habe wegen so viel Scheiße hier heute, unsere Zeit des guten Gewissens ist wohl vorbei. Es ist traurig, es wird immer mehr, ich fühl's kalt. Ist es schon, meine Ahne. Ist es schon. Obwohl auch nicht ganz. Ich meine, wenn ich euch so lese und euch mitverfolge, wie ihr hier seid, oder wie gesagt, die paar Leute wie auch du oder Aquarius, die mir hier und da mal halt ein paar Euronen drin ballern, das ist schon alles, das ist die ganze Menge sowas. Und das macht dich aus, deine ehrliche Art. Naja, ich kann es nur mal wieder sagen, was habe ich denn davon, wenn ich mich hier hinsetze und eine Rolle spiele, euch verarsche? Damit klaue ich mir meine eigene Lebenszeit? Und forciere irgendwas, was ich selber vielleicht gar nicht will oder so, und klaue ich eure Lebenszeit. Und eure Kohle. Und hause für Fressi Fressi auf dem Arsch oder so. Meine Intention war eine gute. Weil ich nämlich lange genug solche Deppen wie eben ein Kirschli oder hier, ja, auch Zuckertunte, ein Rainer Winkler, Montana Black, Tanzverbot und wie sie da heißen, wie gesagt, oder Kuchen-TV, wisst ihr Geier was, lange genug vorhin gesehen gehabt habe. Ich habe gesehen, was die abziehen. Ich habe gesehen, was die gemacht haben. Und das war mein Mahnmal, dass ich gesagt habe, von wegen denen, so wird es nicht werden. Wenn du dich vor die Kamera wämmst und irgendeinen Scheiß laberst oder irgendwas bringst oder gamest oder deine Musik promotest, dann sei auch so, wie du privat bist. Ehrlich. Und verstell dich nicht. Denn wie gesagt, wenn ich mich verstellen würde, das würde man sofort merken. Und ich habe auch ein Beispiel. Und das möchte ich ganz gerne mal ganz kurz euch mal in die Kamera holen. Ein bisschen off-topic. Genau, aber solche Politiker sind weit und breit nicht zu sehen. Leider. Nee, weil sie schlichtweg nicht mehr geboren werden. Weil ein Kapital mehr zählt als als eine Agenda, Prinzipien, Moral, Loyalität, Nächstenliebe, Gerechtigkeitssinn, die Lust und Intention zu helfen. Die ist vollkommen flöten hier. Aber man darf nicht vergessen, von wegen, wer bitteschön. Erinnert sich denn bitte schon an die Leistung eines Politikers oder generell an uns? Was ist mit uns? Wenn wir mal ein Gras beißen, wird er nicht stehen, zum Beispiel hier ruht Aquarius Hydrantus. War immer pünktlich, hat immer Überstunden geschoben, ohne zu meckern, immer arbeitsam, am besten Fünfschichtsystem, ohne Familie, ohne alles, Endvermögen, also Endkontostand, so und so viel geht sofort in die Hände des Staates über. Steht da nicht. Steht nicht. In die Todesanzeigen, auf den Grabsteinen, stehen immer nur Widmungen, wie gesagt, was du für ein Mensch gewesen bist. Und ich persönlich, wie gesagt, ich möchte irgendwann, wenn ich nochmal vorm Tor stehe, keinen Stress bekommen, denn ich war schon tot. Zwar es nur ein paar Minuten und durch Eigenverschulden, aber ich war schon kurz drüben. Und deswegen bin ich so geerdet. Das Herz ist weg. Hallo, wünsche dir einen tollen Abend. Irgendwie macht mich das froh, dass du mit deinem chilligen und coolen Content deine 100 Follower bekommen hast. Mach weiter so, Digga. Freut mich echt für dich. Sei dir gegönnt. Danke. Matze, dir auch. Du bist ja auch schon wieder weiter wie Ecke. Ne? Du machst es ja auch ein bisschen professioneller wie Ecke. Ich bin ja hier nur, wie gesagt, ich rede ja nur. Ich rede, ich zeige ein bisschen Stuss und das war's. Ich war auch schon tot. Ja, ich auch. Weil ich 2007 an einen Punkt meines Lebens kam, an dem mein Leben keinen Sinn mehr gemacht hat. Und das war eher, also wie soll ich sagen, selbstverschuldet, unverschuldet, also so ein bisschen von beidem.
Ich habe es provoziert, aber es wurde nachgeholfen. Ja, absolut. Gibt genug, die immer noch mit Scheuklappen durch die Gegend laufen. Leider. Ja, na eben. Hören einschalten wird ja schon bei Zeiten irgendwo halt, ne, abgeschaltet. Nein, ich finde das echt sau cool, was du da machst. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Ich möchte kein Unheilsprophet sein, Trommler, irgendwas in die Richtung. Ich bin nur, wie gesagt, jemand aus dem Osten, der eine eigene Meinung hat und seinen eigenen Weg verfolgt und die Leute hier so ein bisschen mitnimmt. Das ist es, worauf ich Bock habe. Bleib, wo du bist. Danke, Matze, du auch. Du auch, mein Alter. Ja, aber das ist halt so, das sind diese Momente, die mich halt auch so oft, ja, zweifeln lassen. Aber ich wollte euch halt nur sagen, von wegen, wenn ich mich hinsetze, wie gesagt, spiele ich hier keine Rolle oder verstelle mich, ihr bitte nicht. Jede Träne, die fällt, ist echt, jede liebe Wort von mir ist echt, jede Danksagung ist echt. Und wenn man mir sagen würde, und wenn Banane das ernst meinen würde, von wegen, ja, du bist ein Knallkopf, du bist ein Idiot. Ja, danke schön. Trotzdem schön, dass du hier bist. Und wenn hier auch nur Centbeträge fallen würden, wäre mir auch egal. Was ist das schon? Das ist alles nur Bonus. Ihr seid der Hauptteil und ihr tragt die ganze Chose hier. Nicht ich. Das seid ihr. Trotzdem warte ich noch ein bisschen zusammen im Stream. Ja, machen wir ja auch noch. Nur jetzt gerade Weihnachten und so, habe ich ja gesagt, bin komplett verplant. Ist ja auch nicht der letzte Stream, geht ja noch weiter. So, und jetzt zeige ich euch mal, bevor es weitergeht im Programm. Denn noch ist genügend Zeit. Wartet. 0, 3, 0. Möchte ich euch zeigen, was ich mit unauthentisch sein meine. Oder in Überdrehtheit. Hier. Vor 8 Stunden. Moment. So. Ihn hier. Ich verfolge ja nur ganz, hau mal dein Affiliate raus. Hab ich noch nicht. Hat ich noch nicht gemacht. Wie gesagt, Technik-Dulli. So, passt auf. Er hier. 030 Barbecue. Leute, Likes nicht vergessen. Danke, Viola. Bobby. Finde ich, macht super Futter. Und alles, und ihr seht, er hat auch, dafür, dass er eben schon so lange am Start ist, hat auch nicht so viele Follower. Also 76.000 Abonnenten ist nicht die Welt, wenn man es in Relation zu einem Klaus Grill sieht oder so. Und Klaus Grill ist ja nur quasi bei mir um die Ecke, den ich auch sehr gerne gucke. Deswegen gucke ich mir auch so nachher Sachen wie Bärchen seinen Grill- und Kochkanal an. Ich mag sowas. Da bin ich eben doch sehr Waschweib. Aber guckt euch mal die Art und Weise von ihm an. Und sagt mir mal, ob euch was auffällt. Mahlzeit, Freunde, herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Heute gibt es mal wieder was aus dem Topf und zwar was richtig herzhaftes, gehaltvolles aus dem Topf. Wir gehen in den Orient und machen heute marokkanischen Brisket-Topf. Ja, richtig viele Zutaten, die sich geil verbinden und unheimlich lecker werden am Ende. Wie das geht, was ihr dazu braucht, zeige ich euch jetzt. Zack, Zutaten, Freunde. Was brauchen wir für unseren Ausflug nach Marokko? Eine ganze Menge, wie ihr seht, aber ich nutze es ja sehr oft, das geht sich dann aus. Ne? Das verbindet sich alles miteinander und wird richtig lecker orientalisch. Ich habe gesagt Brisket-Topf, also brauchen wir Brisket. In dem Fall hier wunderschöne Rinderbrust. Guck mal hier, 2 Kilo. Ich habe das schon mal ein bisschen pariert, habe mir das grobe Fett runtergeschnitten, aber wir wollen hier ordentliche Rinderbrust haben. Guckt euch das an. Wie schön das marmoriert ist, das wird richtig, richtig lecker. Des Weiteren brauchen wir hier auf der Seite ein bisschen Zwiebel, Tomate und Knoblauch, das für den ersten Step. Wir brauchen hier, guck mal, wir haben hier ein paar Karotten, ich habe hier einen Kürbis drin, ich habe ein bisschen Paprika in verschiedenen Farben. Wir brauchen ein wenig Rinderfond, ich habe jetzt ja mal mit einem Liter angefangen. Ich habe da aber auch noch ordentlich Backup-Rinderfond hinten, also wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen mehr brauchen. Insgesamt, ich habe hier Kichererbsen, orientalisch passend und wir haben hier ein bisschen was Süßes. Backpflaumen, wir haben Datteln und Berberitzen. Hier noch ein bisschen was Grünes, Koriander und ein bisschen Ingwer. Den ganzen Ingwer werden wir nicht brauchen. So viel Ingwer will ja kein Mensch haben. Das genaue Rezept sowie alle Zutaten wie immer unten in der Infobox. Ja, bevor ich mich hier komplett auslasse in den ganzen Mengenangaben. Dann fehlt hier auf der Seite noch ein bisschen gutes Olivenöl. Nehmt da am besten Leo. Also ihr merkt schon, er ist ein bisschen überdreht und sehr viel Shishi. Und die Sonnenbrille darf nicht fehlen. Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich mit Sonnenbrille in den Stream setzen muss oder in einem Video. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass der privat auch so ist. Zack, bam, bla bla. Also ist schon sehr viel verstellen. Also nicht wirklich authentisch. Und an Gewürzen von der Spice Bar.
Hier auch eine ganze Menge heute. Wir brauchen Ras El Hanout. Wir brauchen. Also, ich kenne Videos, da sind noch schlimmer. Aber mal gucken, was noch kommt. Ein bisschen Grand Noir, etwas rote Paprika, ein bisschen Kokosblütenzucker, weil es Tomate bei, etwas Graf Koks und ein bisschen was gelbes Kurkuma. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Hier noch einmal den Treppo von Gefu. Freunde, ihr wisst, Zwiebeln schneiden ohne Wein. Und hier bitte nicht vergessen, mit dem Gutscheincode BARBECUE20 gibt es 20% Rabatt auf meinen Nacken bei Gefu. Auch unten in der Infobox. So, jetzt Bierchen. Prost auf euch. Na, denn auch zu marokkanischem Brisket-Topf schmeckt jedes Bier besser aus nur drin im Barbecue-Glas. Werbung Ende. Los geht's. David, für ehrliche Meinung brauchst du dich nicht bedanken. Naja, doch schon. Ne? Ich hab ja auch noch Anstand und Sitte, ne? Starten durch mit unserer wunderschönen Rinderbrust. Da machen wir uns jetzt mal. Außerdem, Werbung darf nicht fehlen. Ja, natürlich die Werbung. Zack, bumm, bäm. Wisst ihr, das ist halt so. Also, nischt mit authentisch sein. Deswegen sag ich ja von wegen so, wenn euch mein Kram gefällt, könnt ihr mir gerne folgen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Support came out. Und Feierabend. Mehr mache ich nicht. Ja, das wissen wir doch. Naja, ich sag mal, der Großteil meiner Community ist eben älter als ich. Und das ist auch eine Form des Respekts. Denn wie gesagt, hast du keinen Respekt, dann brauche ich den Bums hier ja nicht machen. Weißt du? Also von wegen Respekt anderen Menschen gegenüber, gerade welche, die eben auch älter sind, wie man selber. Das habe ich einfach gelernt, das ist drinne. Guten Tag, auf Wiedersehen, bitte, danke. Essen mit Messer und Gabel, wenn es gerade eine Pizza ist. Der ist etwas drüber. Ja, ja, ja. Grobes Gulaschstrauß, also wirklich große Stücken. Guck mal, so. So was ungefähr hier, richtig. Ich möchte ihn auch nicht an den Pranger stellen. Der macht Juti-Gerichte, der ist so, scheint da korrekt zu sein. Aber du merkst eben von wegen, er ist nicht er selbst. Er ist nicht authentisch. Kannst du Englisch, weil wenn du Kochshows magst, du Uncle Roger mal schauen, der lustige, politisch unkorrekteste Koch auf YouTube. Naja, ich singe auf Englisch, ne? Ich meine, gut, okay, für viele brauche ich auch nochmal den Übersetzer, weil ich da schon ein bisschen raus bin, aber ja, irgendwann habe ich auch mal Englisch gelernt. Und was ich so gerne an Kochen kicke, ist halt, Klaus grillt. Primär. Weil der ist ja nur hier, wie gesagt, irgendwo aus dem Oderbruch, also bei mir quasi um die Ecke, von daher, ja. Kernige Männerstücken, weil es soll ein kerniger Topf werden am Ende. So schneiden wir uns jetzt mal alles hier runter. Guck mal hier, ordentlich kernige Fleischstücke. Das sieht jetzt schon geil aus, oder? Könnte ich jetzt schon mal an einem lutschen. So, wir kümmern uns um die Gewürzmischung. Und zwar machen wir uns eine kleine Gewürzpaste. Dafür gutes Olivenöl. Hi. Ab in eine Schüssel. Habt ihr so Pi mal Daumen. Ja, ordentlich was drin hier. Zack. So, und da gehen jetzt Gewürze. Ja, Viola, sagt die auf ihrem Mini-Profilbild aussieht wie, was, 30? Nein, und zwar Ras El Hanout, ja, von allem ungefähr 2 Teelöffel bis auf den Zucker. Ich meine nur, ich hab Respekt vor den Leuten, die mir folgen, gerade wenn sie älter sind. Fuyu, ein Kenner. Kann ordentlich sein, 1, 2, zack, Graf Koks, 1. 2 ja, Kokosblütenzucker, 1 Graf Koks. Wie gesagt, das ganze Rezept unten in der Box. Kurkuma, 2. Bäh! Kurkuma, eins, wird mir schlecht von. 2 Paprika, 1, 2. Das soll ja. Ordentlich, wenn du lachst, siehst du aber aus. Wir Marokko haben, ne? Und ein bisschen Grand Noir, also Pfeffer. 1, 2. Damit sind wir eigentlich auch schon frisch hier. Wisst ihr, ich bin ja. Ja, Respekt bitte. Ich bin kein reiner Winkler oder. Kirschli, die da klucken und auf ihre Leute herabblicken und sagen vom Wege so, ah, da bitte, da wo ich schon war, bis ich erst mal hinkomme. Ne, also, nee, also respektiere deine Lieben und Dankeschön lieb von dir, ist mein Ernst. Gerade wie gesagt, eben auch wenn sie älter sind, Respektsform. Die hat man mich noch hier gelehrt. Uncle Roger guckt Jamie Oliver beim Kochen zu und brüllt nur noch, hi, ja! Ich wollte schon öfters tot sein, aber ich liebe die Menschen, für die ich ein Helfer bin. Zum Beispiel der 600, anderen Kumpel 300 und so weiter, Untermieter für einen Monat, den behalte ich schon ein Jahr. Der ist nett. Tja, Banane, wie gesagt, denn gehörst du zu einer aussterbenden Gattung? Oder wir, als Kollektiv, sag mal. Hiya und Fuyo sind Uncle Roger Insider. Okay. Nee, aber das ist schon sehr wichtig. Und da brauchte ich auch ja keiner schief ankicken oder so. Das mischen wir uns jetzt mal an.
Ja, immer noch, fehlt noch ein bisschen Oliven, ne? Nachgeben. So, und hier machen wir noch ein bisschen was zum Lachen an und dann so feiern für heute, weil ich muss mal kurz wieder in andere Bahnen. Ich merke, wie mein Hinterkopf immer noch rattert wegen dem Video davor. Wir wollen eine richtig schöne Paste daraus machen. Brauch Ablenkung. Ah, nicht zu dick, nicht zu dünn. Ja, guck mal, sowas hier. Sehr schön. Hm? Gewürzpaste fertig. Mumpe. Das jetzt mal kurz probieren. Orient ist da. Und da kommt jetzt unser Fleisch rein und darf jetzt mal ordentlich kosten. Also alle drei da. Also Kurkuma kann ich nicht ab. Mittlerweile ist ja Kurkuma, selbst in der Panade von diesen komischen Iglo-Fischstäbchen, hatte ich das letzte Mal gehabt vor einem Jahr Iglo-Fischstäbchen und mir ist so kotzübel geworden von dem Scheiß. Boah, nee. Also nicht meins. Willst du nachher noch reden? Wenn es nicht zu knapp wird, ich meine, ich bin jetzt auch erstmal mit dem Arsch zu Hause, weil die Kinder auch krank sind und weil eine Menge zu tun ist und ich auch noch krankgeschrieben bin. Aber du wirst Sabrina schnell mit links und rechts und links und rechts weg, morgen die aufstehen. Na, mal gucken. Und dann durchwalgen. Überall was ranbringen da. Oh, da ist jetzt überall richtig schön was rangekommen und jetzt geht's ab an den Grill. Der Bräuking hat ordentlich Feuer. Geladen ist der FT9 Petromax, Freunde. Und jetzt anbraten. In Stücken machen wir das jetzt schön braun. La Viola, bin seit vorgestern hier, ihr seid toll. Du auch. Ja, nicht alles auf einmal, das werde ich auch nicht schaffen, aber nach und nach. Schön. Oh, das ist schon hervorragend, Freund. So ein bisschen der Jörg Sprava am Grill. Wer probiert das Essen vor Servieren? Dafür sind die Gäste da. Kurkuma ist in jedem Curry oder jeder Currysoße war Hauptbestandteil. Ja, aber irgendwie habe ich gelesen in der Panade und irgendwie. Es sieht einfach aus wie ein Scheißhauskübel. Wie ein Scheißhauskübel? Und wenn die erste Portion hier ordentlich Farbe gekriegt hat, ist so ein Dutch-Ofen oder so, oder? Nach und nach jetzt auch noch mit an. Und zack, in der Zwischenzeit kümmern wir uns auch um unsere Zwiebeln jetzt und unserem Knoblauch hier. Also Zwiebeln hier, Treppo, großer Aufsatz und. Ja. Ja. Das Ding, was er da gerade nutzt, wollte ich mir auch noch kaufen. Nur leider die Kuh nicht mehr gereicht. Ich darf immer noch Zwiebeln schnell wie ein Anfänger. Und, nee, heute ich dabei. Nicer Dicer. Ja, wollte ich haben. Aber es ist nicht mehr drin. Kann ich vergessen. Jetzt kann ich die Zwiebeln für den Salat wieder mit meinen komischen Messern da wieder schneiden. Das ist zum Kotzen, ey. Haben wir auch. Super Ding. Ja, ich leider nicht. Ich richte mich nach dir. Ich dachte nur, um runterzukommen. Aber ich verstehe es auch, wenn du gleich in die Kiste willst. Nö, wir können ruhig noch ein paar Minuten schnacken. Alles gut. Er macht auf amerikanische Art halt. Aber merkst du diese Dummi-Tänze? Ist ein bisschen komisch. Ich meine, gut, ich bin nicht anders, wenn ich Donates kriege. Ja, aber das mache ich gerne nur so ein bisschen zum Fun. Und nicht lang durch. Ich sitze ja nicht im ganzen Stream. Gib ihm ganz einfach Zwiebel schneiden ohne weinen, Freunde. Ja. Zwiebel fertig und Knoblauch. Ja, das könnt ihr jetzt machen, wie ihr wollt. Ihr könnt den jetzt pressen oder schneiden. In dem Fall, das kocht eine ganze Weile. Oh, wow. Wir uns den einfach ein bisschen, ich habe jetzt sogar 102 Follower auf Twitch. Na, wer ist mir da gefolgt? Dann kicken wir doch mal nach hier, wer das war. Achso, Marv, stimmt. Das reicht völlig. Da, Marv. Hashtag Knoblauch unten in die Kommentare. Danke nochmal, Marv, wenn du im Nachgang nochmal hier zu guckst. So, Fleisch ist fertig. Ab in eine Schüssel. Und jetzt kommen in unser wunderschönen Öl-Gewürzansatz die Zwiebeln. Zack. Einmal mit dazu. Und der Knoblauch. Lifehack. Wusste ich nicht. Das jetzt mal dünsten für 2-3 Minuten. Naja, aber tiefgekühlte Zwiebeln, ob die denn noch so gut ist, ich weiß nicht. Ich das an. Das sind richtig Zwiebeln mit Geschmack jetzt, Freunde. Da kommen die Tomaten drauf. Das Fleisch wieder zurück. So viele Töpfe hier heute. Zack. Hat damit komisches zu tun, wenn du altmodisch bist. Oh, ich bin altmodisch, ich bin doch recht konservativ. Ja, super, merkst keinen Unterschied. Einmal unterrühren und immer Handschuhe nicht vergessen, Freunde, ne? War ganz schön heiß. Ich sag ja, gut, dass ich euch hab. Mit den ersten 800 Milliliter Brühe. Na, Muck. Ja, das muss jetzt noch nicht komplett bedeckt sein, aber das sieht schon gut aus, oder? So, sehr schön. So, jetzt Deckel rauf, den Grill einstellen auf ca. 200 Grad, so ein bisschen indirekt und dann würde ich sagen, 2 Stunden mal gucken. Ja,
Das hat jetzt erstmal Zeit. Zack, Zeitsprung, Freunde. 2 Stunden und schon unheimlich viel Hunger später. Wir gucken mal rein. Ja, es duftet hier schon wirklich fantastisch. Die Nachbarn. Ja, ist ein Dutch-Ofen. Oh, das sieht gut aus, meine Lieben. Und für die unter euch, die Klaus Grill auch kennen und gerne gucken, er kopiert sehr, sehr viel von ihm. Gut aus. So, jetzt gucken wir mal, wie war. Und da finde ich auch scheiße, wenn ich Leute kopieren. Das ist zum Kotzen, das stört mich so ein bisschen. Boah. Ich meine, ist vielleicht auch irgendwo eine Lobpreisung dafür, dass man dich kopiert. Aber das muss eben auch nicht sein. Vom Geschmack hingekommen sind hier. Ob da schon was fehlt. Ein bisschen was von der Brühe probiert. Gleich fliegt der Löffel wieder, wa? Ding! Da war er weg. Nochmal. Seine Frau will sich bedanken. Mhm. Kann noch ein bisschen Graf Koks, glaube ich, rein. Aber so im Nachgang, wenn die Kamera aus ist, wegen so, ey, räum den Scheiß da weg, Mann. Aber erstmal unsere Gemüseeinlage, also die Möhren, Paprika und der Kürbis, das kommt jetzt mit dazu. Naja, wie Devil ist auch eine Marke, ne? Von daher kann man nicht kopieren. Naja, man könnte schon, aber wenn ich da jemanden sehe, der versucht mich irgendwie nachzuäffen oder so, gibt ein paar mit dem Stock. Ich habe gestern für 5 Leute gekocht, Wok. Ohne Ende Reis, aber vorher alles am Aufschnitt rein, was kurz vor Ablauf ist, dann noch welcher Sahne und Pfeffer. Mhm. Wie ihr ihn noch, genau, wie ihr ihn noch nachschaut, ja. Hat der auch eine Karin? Nee, ich glaube, die heißt Saskia, die gute. Restauflauf, beste. Zack. Schon mal gucken, wie wir hier hinkommen mit der Flüssigkeit. Ja. Na, Karin tut mir schon ein bisschen leid, ne? Also von wegen jetzt über Weihnachten mit Kirschli. Karin, abwischen! Ja, das wird ein voller Topf, Freunde. Die Pflaumen, Datteln und Berberitz noch dazu. Dann kriegt er. Sollen wir ihn mal vorbeischicken? Dann kriegt er sein Lätzchen um. Und dann immer Rinn. Immer Rinnmümmeln. Für die Frucht. Ach, der hat noch eine andere, ach du Scheiße. Sieht aber gut aus, oder? 400 Milliliter Brühe kann ich, glaube ich, noch aufgeben. Ja. Mach doch sowas nicht. Da sind wir. Die noch mit dazu. Ihr sagt noch ein bisschen Graf Koks. Nachwürzen könnt ihr immer, ne? Macht das so, wie euch das schmeckt. Wenn euch Salz fehlt, wenn euch Pfeffer fehlt, könnt ihr einfach noch was reinkloppen da. So, und jetzt, Joa. Noch vergessen. Und da, wie gesagt, wir brauchen das nicht alle, ne? Ich brauch so, ja, 2 Zentimeter vielleicht Ingwer. Ja, wer den gar nicht mag, lässt den Ingwer habe ich auch hier. Und wir reimen uns mal ein bisschen Ingwer da rein. Ja. So, zack. Du Banane, denk dran, ne? Wir haben ja eine Rezept-Sektion auf dem Discord. Knall darin, was du an Rezepten hast. Immer austauschen. Gabi und Karin sind da Weihnachten. Oh, toll. Und was kostet sein Quatsch? Gute Frage. Naja, Gabi, du weißt ja, ne? Von wegen, das Beste kriegt er und die Reste kriegen die Weiber. Zurück, oder? Ah, Ingwer ist drin. So. Ah, du sollst ja auch nicht leben wie ein Hund. Hier, Tassenknochen. So, das Ganze wird jetzt nochmal umgerührt, da kommt wieder Deckel rauf, nochmal eine halbe Stunde Vorlauf geben und dann ganz zum Schluss kommen unsere Kichererbsen und das Grünzeug nochmal mit rein und dann sind wir auch schon fast durch, aber ich bin frohen Mutes, dass das richtig, richtig lecker wird. Jetzt reicht's aber auch langsam, oder? Jetzt kommen noch die Kichererbsen rein. Oh. Mich auch, Trikot. Oh, ist auch nicht meins. Schön. Muss auch nicht. Den Koriander, habe ich gesagt, könnt ihr auch mit reinmachen. Oder ihr lasst den weg und macht den nachher erst rüber. Bäh. Weil einige Leute essen keinen Koriander und deswegen mache ich den dann lieber auf dem fertigen Teller quasi rüber. Nochmal einrühren, nochmal eine Viertelstunde und dann können wir eigentlich auch wirklich essen. Die Kichererbsen mache ich jetzt erst rein, weil die sind ja schon weich aus dem Glas. Wenn ihr da jetzt rohe Kichererbsen nehmt, dann packt die gleich von Anfang an mit rein am besten. Also. Leuchtet ein, weil sie ja kochen müssen. Nochmal unterrühren. Oh, das sieht schon so geil aus. Und das duftet, Freunde. Oh. So, Viertelstunde. Dann ist aber auch wirklich gut. Ja, Feierabend, Freunde, wir sind durch. Oh, guckt euch das an. Mein marokkanischer Brisket-Topf. Sieht das geil aus, oder? Ein Farbenspiel der Extraklasse. Und der Geruch ist auch Wahnsinn. Muffin feiert es auch schon. So, ganz zum Schluss nochmal ein bisschen Koriander rüber, habe ich ja gesagt. Und das ist das fertige Ergebnis. Ich würde sagen, wir müssen nur noch probieren. Wahnsinn. Hat ja auch lange genug gedauert, ne? Ihr könnt jetzt natürlich dazu essen Reis, Couscous oder Kartoffeln oder was ihr wollt. Oder ein Stück Brot, wie ich erstmal. Der Reis kocht nämlich noch. Und jetzt gucken wir mal hier, ob wir mit dem Fleisch hier gut sind. Oh ja. Ja, Fuchs. Dessen sag ich, ziehe lieber, wie gesagt, einen schönen saftigen Döner vor manchmal.
Würde ich gerne essen, ohne Koriander. Erstmal rein. Butterzart. Ein bisschen hier Möhre und eine kleine Bohne. Oh, das passt alles. Ding. Perfekt zusammen. Kürbis. Wie in Marokko, Freunde. Ich werde jetzt mal ein bisschen schlemmen hier. Oh, sehr, sehr lecker. Wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann macht das nach. Ballert Kommentare über ein Like und Abo, würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, unseren Shop auschecken. Ihr wisst Bescheid, das war Bobby 030 Barbecue. Willkommen in Marokko, ne? Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill. Warum zuckt der so? Das macht der immer. Das sage ich von wegen. Also authentisch ist er nicht. Kannst du vergessen. Alles nur Selbstdarstellung und Mega-Sellout. Meine Danke gerade, was hätte man aus dem Fleischgutes machen können? Tja, ich liebe billig und lecker. Heute gab es Leber, geschnetzelt in Rahmensoße mit Kartoffeln. 4 Portionen für 4 Mücken. Das ist ein Weiß. ADS. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber ja, wie gesagt, ich bin doch mehr Team Döner. Ja. Oder vielleicht doch mal Meckes oder so. Also eben sehr, sehr einfach. Oder eben mal auch eine Jute Currywurst, ne? Wenn es sich ergibt. So. Jetzt machen wir mal nach dem Bums hier mal ein bisschen was zum Lachen. Und zwar habe ich hier, was ich mir jetzt mal angucke, um runterzukommen. Ach so. Diesen Kanal hier, America's Funniest Home Videos. Erinnert mich so ein bisschen an dieses alte Format Bitte Lächeln von früher. Auch so Home-Videos, wo dann Leute auf die Schnauze fallen und irgendwie so. Also manche Sachen sind recht cool, da kannst du über lachen. Dachte mir von wegen so, Uncle Roger, bitte, bitte. Echt, den auch noch kurz mit drin holen? Lachen ist immer gut. Ja, 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 vor allem nach der Verpackung. Aber Serfuchs möchte kurz nochmal Uncle Roger mit drin. Okay, dann schieben wir den noch kurz ein. Die zeige ich euch noch. So. Uncle Roger. Er hier? Hate a great British bake of Mexican week. Learn how to cook steak. Jamie Oliver, egg fried rice. Okay. Glaze. Oh, no, 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 no. Ja, das. Putting jam in rice. This is disgusting. Who put jam? Man sagt ja generell, dass die Engländer vom Essen nicht verstehen, ne? Hihi, das ist so geil. Hallo, niece and nephew. It's Uncle Roger. Today, Uncle Roger gonna react to this video requested by so many niece and nephew out there. It's Jamie Oliver. Yeah, and you was requested by Silverfox. Making egg fried rice. Jamie Oliver is professional chef. Very established. Everybody know him. So, ja, Banane, weil du ja auch was vom Kochen verstehst. Wie gesagt, es muss nicht schweineteuer sein, es muss günstig, lecker, geht auch. Wenn du weißt wie. Das war auch dein erster, das war auch mit einer deiner ersten Sätze gewesen, die du bei mir in meinem Stream gesprochen hast damals. Also geschrieben hast, von wegen, ne? Billig und lecker. Ne? Wenn du weißt wie. Uncle Roger think this one is gonna be good. I've been to many of his restaurants. Before we start with your niece and nephew, please smack the like button now like you slap a bag of rice. Don't make Uncle Roger sad. Smack like button. Now let's start the video. Egg fried rice. It's an absolute classic. Noch nie gemacht. 2 seconds into video and I already see saucepan hiya. Where your wok? Jamie, where your wok? Egg fried rice need to use wok because of hey. Many people asking Uncle Roger, what is wok hay? It is the breath of wok. Ah. When you cook with wok, the wok give the food flavor. Get the wok hay. No such thing as saucepan hay. Jamie, you have 25 cookbook, but you can't afford one wok. Uncle Roger send you one wok for free, Jamie. No problem. I absolutely love making this recipe. Yes, you could do this as a side dish. No trouble at all. But actually, it's heading towards being a really beautiful dinner. So wait. Yes, you. Wisst ihr was, Viola, mach ich auch. Ich kann ja mein Telefon mitnehmen. Dann guck ich mal kurz über Telefon drin. Ich hab schon wieder Schmacht und
nach meinem kleinen Heulanfall gerade muss ich auch noch mal kurz hier durchziehen. Bin ja gleich wieder da. Ich muss mal laufen. Handy ja dabei. Egg fried rice is side dish. When Uncle Roger going up, when my mom make me egg fried rice, that is the main dish. I never tell my mom, oh mom, this egg fried rice is only side dish. Where the main dish? Where the main dish? I would have been beaten to death. I finally slice this up, and as this pan gets nice and hot, I'm going to go in with 1 tablespoon of olive oil and... What? 1 tablespoon of what? I'm going to go in with 1 tablespoon of olive oil. Olive oil for egg fried rice? Who use olive oil for egg fried rice? What are you making salad? Olive oil is like white people oil, not suitable for Asian dishes like egg fried rice. And I'm going to go straight in with the onions. And we'll get them sizzling straight away. And no. Spring onion is garnish. It's garnish. You put spring onion as the last thing in your meal, not the first thing in the frying pan. Hiya. And we'll get them sizzling straight away. No, you don't sizzle spring onion. Nobody sizzles spring onion. If you cook spring onion now, it will wilt. It wilt. This should be garlic. First step should be garlic. This first 3 step all wrong already. I thought you professional chef, you have website and everything. Uncle Roger don't even have website and Uncle Roger know you fucked up. And then I've got some packet pre-cooked rice. Yes, you can cook your own. Packet? This guy owns so many restaurants and he still can't be bothered to make his own rice. Packet rice? Imagine if you go to a Japanese restaurant and you ask for noodle and the chef gives you instant noodle. That is what this guy is doing. And rice, white rice, 12 minutes. But for stir-fried rice, you have to drain it and chill it. You have to chill it. He correct. But drain, don't drain rice. Uncle Roger made a whole video, 12 million views now, of Auntie Hersha draining rice. Don't drain rice, but chill rice, correct. 45 seconds in. First thing he got correct. So for me, that feels like a good cheat. You can hear it sizzling. You hear sizzling, I hear my ancestors crying. It's fast, it's hot, it's furious. We're just gonna toss it around. Right, the next. Oh, Uncle Roger don't like the look of this. He's taking ingredient from this drawer, and this drawer looks so white. Because Asian ingredient never come in jar. You ever notice that? Asian ingredient always come in plastic bag or bad packaging. If your packaging look this nice, nice jar, nice bag over there, then it's not Asian ingredient. Next ingredient. I have this in my home all the time now, chili jam. It's what I tell you, it's not Asian ingredient. What are you doing with chili jam? Let's see. Brilliant for cooking. It's got heat, but it's also got the sweetness and it's gonna kind of glaze. Oh, no. Ooh. Oh. Putting jam in rice. This is disgusting. Who put jam? First of all, what is chili jam? Uncle Roger, no fresh chili, chili oil, chili flake. Never heard of chili jam. Is this how you trick white people to eating chili? You give them fresh chili, kocht them. No, I don't actually like chili. Give them chili jam and they go, oh. Jana, wie soll unser Weihnachten, unsere weiße Weihnachten hier gerade den Gulli runter. Schrecklich, aber willst du machen. War ja abzusehen. Chili jam is so weird thing to use. Jamie, do you know about sriracha? This is Döner? Asian chili. Just use this. No need to use jam. What are you gonna put in there next? Peanut butter. Okay, why don't you go bake PB&J egg fried rice? How many things can a chef get wrong in one video? Hiya! 2 nice teaspoons go in. Spargel, kurz was? Wenn er gut gemacht ist, schmeckt Spargel gut. To our pan and then just start tossing again. He tossed very poor, but he tossed all the wrong stuff. All style, no substance. That'll start to coat every single rice grain and it will shine in the most beautiful way. And then just give it a little splash of water. Wait, what? What? Was? No. Oh, doch schöner Spargel, wa? Mit brauner Butter so. Oh, herrlich. In the middle of cooking, you put water. Oh. Wenn du mir hinstellst, ist ich ein Hoch, klar. Uncle Roger say, if your rice too wet, you fucked up. But if your rice too Manuelt? Dry, you also Manu fucked probiert. Up. At this stage, just push the rice up the side of the pan, like that. And then straight into the middle, we're gonna crack in 2 beautiful free-range eggs.
Okay. Okay, the egg look good. Egg look good. And then it's time for the last ingredient, which again to a lot of people. Hä, was nu? Reaching for that chef again. Schon wieder? Uncle Roger don't think it's gonna end well. Uncle Roger just don't like that shelf. I think it's wrong shelf for egg fried rice. Maybe during filming they put the. Echt jetzt? Ich muss den Stream nochmal ganz kurz neu starten, Leute. Auf YouTube wurde er weggemeldet. Ach Mann, ey. Deswegen? Warum? Hier. Stream unavailable. Stream suspended for policy violations. Ach komm, da leck mich doch, ey. Deswegen? Komm schon. Das Bild wieder auf. Ja, Satan, ich sehe schon. Warte mal. Ich probier nochmal. Wir warten. Abgehackt. Warum, ey? Warte kurz. Bin sofort wieder da. Wartet.